Reiß alles ein. Hör erst auf, wenn wir auch den letzten Wunschstern gefunden haben. Kommt Betis jetzt zu diesem heiligen Artefakt-Ding und sagt, wir machen das erstmal kaputt? Was für ein sympathischer Typ, Mann. Raya! Und er hat Benjamin Blümchen mitgebracht und er ist verdammt wütend. Ich werde so viele Wunschsterne auftreiben, dass der Präsident mich mit Dankbarkeit überschütten wird. Partinaraya, als Pokémon des Liga-Präsidenten solltest du dich glücklich schätzen, an meiner Seite für ihn Wunschsterne suchen zu dürfen. Ja, macht man ruhig. Geil, dieser Twist, ne? Der wütende Elefant des Todes und dann die Mucke wieder. Und welche Kinder haben denn diese Wand bemalt? Kein Wunder, dass sie die einreißen wollen. Nicht du schon wieder. Na, ich verstehe schon, was hier vor sich geht. Du willst mir die Wunschsterne wegnehmen, um dir die Gunst des Präsidenten zu erschleichen. Ein perfider Plan, das muss ich dir lassen. Aber du glaubst doch nicht ernsthaft, dass ich dir das durchgehen lasse, oder? Niemand stellt sich zwischen mich und den Präsidenten, ist das klar? Junge, ich will nur verhindern, dass du die ganze Stadt hier plattwalzt, aber das ist schon wieder zu hoch für ihn, ne? Das ist schon wieder zu hoch, Bruder. Geht los. Methodos, mal sehen, der hat ja bestimmt jetzt auch... Oh nein, ein paar Entwicklungen. Ja, Mann, das war diese Zelle. Und jetzt ist die Zelle anscheinend ein Teenager geworden. Na gut, wir probieren es mal mit dem Präzisionsschuss. Anscheinend bin ich ja leicht überlevelt. Bam. Mr. Bond. Ah, so lobe ich mir das. Das Vieh war nämlich echt ätzend beim letzten Mal. Luigi, vielen Dank. Dankeschön. Durch diese Aktion ist mir quasi schon klar, was ihr drauf habt. Ja, das war es hoffentlich auch schon vorher, oder? Ist ja nicht unser erster Kampf, du Eumel. Brimano. Oh Gott, ich kenne die Namen wieder alle nicht. Das ist der mit dem Hut. Ah, er hat sich entwickelt. Das war dieses kleine Vieh, dessen Körper zu 90% Hut war. Ja, jetzt ist er ein bisschen in den Hut hineingewachsen, aber wenn er Pech hat, dann gibt es jetzt einen soliden Header und Leon macht das ganz allein hier. Bam. Jo. We got a deal. Läuft. Eras, vielen Dank für dein Abo. Dankeschön. Ja, Twitch hat heute ein bisschen rumgesponnen, Freunde. Die, die online waren, konnten online bleiben, aber alle, die seit so ein paar Stunden jetzt neu connecten wollten, die kamen nicht auf die Server. Deswegen hören wir uns heute ein bisschen später. Das war wieder, freudig, ne? Aber jetzt scheint es zu gehen. Hypnomorba. Okay. Das war dieses ganz kleine, lila Tierchen mit dem Knutschemund, ne? Mit dem roten Lippenstift, aber wie ich die wegschotte. Junge Betis ist so mad, wie er immer auf dicke Hose macht und jetzt wird er einfach vom einen Attacke-Spam aus dem Leben getreten. Ponita, komm. Hau raus. Ich muss einfach gewinnen. Für Liga-Präsident Rose. Den wirst du enttäuschen, du Keck. Guck dir doch allein mal deine Jacke an. Wen willst du damit begeistern, Bruder? Nächster Präzisionsschuss. Das fühlt sich gerade sehr gut an. Wenn ich an die Route vom letzten Mal denke, ist das hier gerade die Belohnung des Trainings, Mann. So soll das sein. Ich habe erst beim dritten Mal durchspielen gemerkt, dass Betis ein Kerl ist. Wow. Ja, gut. Wenn man jetzt auch nur auf die Jacke schaut, ne? Dann könnte man da kurz durcheinander kommen. Da muss irgendwas falsch gelaufen sein. Ich verlange eine Wiederholung. Ja, von mir aus. Gibt gut Gratis-EP, ne? Und wir wollten gucken wegen Feuerstein und so, ich erinnere mich. Wie kann das sein? Warum kommt mir ständig so ein Taugenichts wie du in die Quere? Ich bin der Auserwählte des Präsidenten. Ich bin es, der den Champ besiegen soll. Der Elite-Trainer, dem die Zukunft Galars anvertraut werden soll. Und trotzdem... Arena-Challenger Betis! Oh. Jetzt gibt's eine links und eine rechts, ne? Na? Ich hatte mich schon gewundert, was du vorhast, als du dir das Patinaraya von Präsident Rose geliehen hast und losgezogen bist. Aber das hier macht mich sprachlos. Du kannst doch nicht einfach die antike Stätte demolieren. Was kümmern sie ein paar alte Steine, wenn auf dem Spiel steht, was in 1000 Jahren aus dieser Region wird? Glauben sie etwa, dass sie dem Präsidenten mit ihrem Wankelmut eine Hilfe sind? Wenn sie wirklich seine Assistentin sind, dann unterstützen sie ihn gefälligst auch. Betis, das reicht.
Es schmerzt mich, das sagen zu müssen, aber du hast mich zutiefst enttäuscht. Jetzt hat er ihn auch in der Jacke gesehen. Als ich dich als kleinen Jungen entdeckte, sah ich eine große Einsamkeit in dir. Aber darüber hinaus sah ich auch, dass gewaltiges Potenzial in dir schlummerte. Ich wollte dir die Möglichkeit geben, dieses Potenzial voll zu entfalten. Deshalb schickte ich dich damals auch auf die Trainerschule. Ich sah mein jüngeres Ich in dir und wollte dir deshalb eine Chance geben, etwas aus deinem Leben zu machen. Ist er einfach Dumbledore und Bettis wird dann Voldemort, oder? Aber was hier geschehen ist, zeigt mir deutlich, dass du keine Liebe für Galar verspürst. Es tut mir in der Seele weh, aber jemand wie du ist für die Arena-Challenge nicht geeignet. Du gehst jetzt erstmal nach Klar City zurück. Wir entscheiden später, wie wir mit dir verfahren. Oh shit, das trifft ihn ziemlich krass. Das kann nicht ihr Ernst sein. Ich bin disqualifiziert? Damit begehen sie einen großen Fehler. Sie haben mich doch persönlich für die Arena-Challenge empfohlen. Mir fallen hunderte von Möglichkeiten ein, mit dieser Situation umzugehen. Und sie entscheiden sich allen Ernstes für die schlimmste von allen? Du hast ihn gehört, Bettis. Deine gesammelten Wunschsterne kannst du derweil mir überlassen. Tja, da kommt die Schlägertruppe, ne? Bam bam, Junge. Ah, da sind ja auch Zania und Kraft. Was für ein Schlamassel, nicht wahr? Als wären wir random aufgetaucht. Wir standen halt schon eine halbe Stunde hier rum, Mann. Es schmerzt mich, einen Challenger auf diese Weise scheiden zu sehen. Aber es hilft nichts. Arena-Challenger üben eine Vorbildfunktion aus und haben sich daher stets tadellos und fair zu verhalten. Dann möchte ich gern Hop reporten, der mich immer ausbremst und vollquatscht, Mann. Jetzt erinnere ich mich auch wieder daran. Bei einem Kampf von Bettis hat der Kommentator mal erwähnt, dass Bettis keine Familie habe. Wie hat er das gemacht? Seht ihn euch an, da ist Bettis, der Keck ohne Familie. Big Commentary. Als Rose ihn dann unter seine Fittiche nahm, begann Bettis alles für ihn zu tun. Was für ein Desaster. Hoffentlich lässt sich die antike Stätte wieder restaurieren. Ja, das kriegen wir hin, ein bisschen Fingerfarbe, oder? Dann wird das schon... Oh. Okay, ich hab nichts gesagt. Wir brauchen ein bisschen mehr als Fingerfarbe. Ah, die Hundis. Jo, wir hatten diese Zeichnungen mit den Prinzen, genau, mit diesen beiden Helden. Vielleicht waren das gar keine Menschen? Dö. Zania, was wird jetzt ihre Schlussfolgerung sein? Oh, da hinten sind sogar nochmal die Abbilder. Ha, oder hatten die Menschen einfach Hunde? Wer weiß. Ein bisschen alles Kleber, oder dann kriegen wir das wieder hin mit der Wand. Oder hatten die Hunde Menschen? Ja, so viele Möglichkeiten. Wie kommt es, dass du Pokémon spielst? Finde ich echt cool. Ja, ich habe ja schon immer mal Pokémon gespielt. Ne? Auf meinem YouTube-Kanal haben wir ja auch viele Playlists von New Pokémon Snap über Let's Go, Evoli, Arceus und Co. Und so war auch Schwert, beziehungsweise jetzt Schild in dem Fall, bei der letzten Abstimmung für die Abendstreams mit dabei. Ja, und hat einen der vorderen Plätze geholt, ne? Und jetzt sind wir mal wieder hier in der Pokewelt. Oh nein, die Wandmalerei ist völlig ruiniert. Aber dass dadurch diese Statuen ans Tageslicht gekommen sind, ist Glück im Unglück. Was an dieser Entdeckung ändert unser Verständnis der Legende Galars am meisten? Die Pokémon, das Schwert und der Schild. Ja schon, die Pokémon, oder? Scheiß mal auf die Waffen. Genau, diese Wesen, die wie Pokémon aussehen, führen ein Schild und ein Schwert mit sich. Sie stehen außerdem ganz klar im Vordergrund und stechen viel stärker ins Auge als die Helden. Ist dir sonst noch irgendwas an den Statuen aufgefallen? Da sind zwei Helden, sie erinnern an die Wandteppiche. Ja, da haben wir schon so ein paar Punkte, ne? Genau, damit können wir wohl endgültig davon ausgehen, dass es zwei Helden gab. Die Frage ist bloß, warum im Knospi Inn dann nur eine einzige Heldenstatue steht. Sehr mysteriös. Diese Statuen sind viel älter als die Wandteppiche oder die Heldenstatue im Hotel. Deshalb dürfte das, was wir hier gefunden haben, näher an der Wahrheit dran sein. Was lässt sich daraus schlussfolgern? Das Schwert ist ein Pokémon. Der Schild ist ein Pokémon. Warum denn, oder? Beide sind halt Pokémon, oder nicht?
Ja, wir spielen aber Schild. Darum Team Schild. Genau das habe ich mir auch gedacht. Wie es aussieht, trug ein Pokémon ein Schwert mit sich und das andere einen Schild. Was, wenn die Leute das Schwert und den Schild einst so eng mit den beiden Pokémon verbanden, dass sie letztendlich gleichbedeutend waren? Du weißt schon, das Schwert stand für eines der Pokémon und der Schild für das andere. Mit der Zeit konnte man sich schließlich nur noch an das Schild und den Schwert, an das Schwert und den Schild erinnern. Oh Gott. Dass es die beiden Pokémon je gegeben hatte, geriet völlig in Vergessenheit. Die beiden Jünglinge sind also die Helden. Und das Schwert und der Schild waren eigentlich zwei Pokémon. Aber warum wurden die Statuen, die uns dieses Wissen vermittelt haben, hinter einem Kunstwerk versteckt? Ein Kunstwerk, sagt sie. Danke jedenfalls für deine Hilfe. Ich glaube, diese Entdeckung könnte zu einem richtigen Durchbruch werden. Wenn du dich jetzt wieder an der Arena-Challenge versuchen willst, sollten die dir hier helfen. Warte, was? Als nächstes geht's für dich nach Fairbelly, richtig? Dann mal viel Erfolg dort. Zwei Beleber. Das meintest du mit helfen? Zwei Beleber. Wow. Vielen Dank, ey. Wie soll ich mich je dafür erkenntlich zeigen? Ach, guck mal, die Touris sind jetzt auch mit hochgekommen. Ja, ist ja eine interessante Entdeckung, dass hier noch kein News-Hubschrauber gekommen ist, oder? Ist die Wand kaputt? Und wir decken hier irgendwelche Geheimnisse des urzeitlichen Galars auf. Und alle so, ja, machen wir ein Selfie, weißt du? Drehen wir einen kleinen TikTok-Clip und dann hat sich das auch. Dann bauen wir die Wand wieder auf. Ja, wir mögen hier keine Geheimnisse. Gar kein Bock. Ey, Mann. Diese Heldenstatuen lagen verborgen hinter der Wandmalerei der antiken Städte von Passbeck. Sie stellen zwei Helden an der Seite von zwei Pokémon dar. Nice. Haben meine Theorien sie nicht bewahrheitet, ne? Menschen mit Pokémon, Pokémon mit Menschen. Pokémon, die Menschen sind. Nee, das war alles ein bisschen zu weit weg. Es waren einfach doch die Prinzen dahinter. Die heldenhaften Könige. Was? Es gab mehr als einen Helden. Und Pokémon waren auch dabei. Ja, Mann. Und die Prinzen waren eigentlich Könige. Krass, oder? Nee, das juckt den wieder nicht, Mann. Ach, meine Theorien mag hier keiner. Also ich fand ja das Kunstwerk vorher besser. Ja, seht ihr? Für die Kinder müssen wir das wieder herrichten. Die junge Frau, die Nachforschungen zur antiken Stätte anstellt, wie hieß sie noch gleich? Sania, ey, die steht da drüben. Ist sie etwa Professor Magnolikas Enkelin? Aha, sie entdeckte sofort die Gene, hör mal. Das Erbe, verrückt. Für zwei Beleber hättest du dich bei Retterteam noch bedankt, das stimmt. Aber das liegt lang hinter uns, die Retterteam-Zeit. Ewig ist es ja. Jedes Mal, wenn ich das sehe, der arme Wuffel, das muss echt auf die Kiefer bzw. die Zähne gehen, das stimmt. Die Armen, aber vielleicht haben sie genau die trainiert. Ja, so wie Zorro in One Piece. Bam, schön die Hantel zwischen die Zähne und dann 1, 2, 1, 2. Du machst jetzt aber auch fast eine Stunde länger, oder? 20. Wir müssen ja eine Legende lüften, hör mal. Dann checke ich doch mal meine Karte. Und wir machen mal Lucky Lucky. Da muss jetzt hoch. Ah ja, Fairbelly ist da oben. Ich würde aber fast sagen, wir gehen vorher nochmal kurz in die Naturzone pimmeln. Oder wenigstens so 10 Minütchen. Gucken, ob wir vielleicht einen Raid haben. Gucken, ob wir noch was Cooles fangen können. Gucken, ob wir die Buddelbrüder nochmal in den Einsatz schicken. Vielleicht graben die ja ein Steinchen für mich aus. Das klingt doch eigentlich nach einem Plan, oder? Was ist hier? Hier sind wieder nur die Kürbisse. Ich hätte ja Bock, heute so 30 bis 500 Felinos zu fangen. Aber ich fürchte, die Felinos haben nicht so Bock auf mich, ne? Sad, Mann. Sad Life. Und Raids sind auch keine ab, oder wie? Junge, bei dem scheiß Regen hat keiner Bock, hier rauszukommen, Mann. Was soll denn das? Dann loot ich halt nur ein paar Items. Ist mir doch egal. Sammeln wir halt ein bisschen Cash, oder? Das war ja eben der Story Overflow. Das war ja nur geisteskrank, Mann. Bettis wurde jetzt quasi ausgeschlossen. Wir haben mehr zu den Legenden hier erfahren. Und dann waren da noch zwei Beleber, Leute. Zwei ganze Beleber. Dass wir das erleben durften, oder? So, jetzt konnte ich endlich das für mich Wichtigste seit langem machen. Ich konnte mir endlich ein neues Stromkabel für die Switch bestellen. Ey, endlich wieder Switch zocken.
endlich wieder Pokémon. Geil. Das ist in der Tat etwas, das man sich durchaus mal gönnen sollte. Mini-Pilz. Ne, ich will keinen Mini-Pilz. Ich will was Geiles finden hier. Aber in der Naturzone ist heute nur Schmutz, ne? Sogar das Wasser da hinten, sieht schmutzig aus. Wait, ein Sedimantur? Ich glaube, den habe ich noch gar nicht, oder? Der wird sie erstmal gegönnt jetzt. Geil. Chloa, gute Nacht. Danke fürs Reinschauen. Es regnet. Das sind mal gute Nachrichten. Ja, er kriegt direkt einen Hyperball hier. Ich habe doch ganze drei dabei. Bam. Gönn mal. Du bist der erste Pokémon heute, das ich fangen will. Da musst du ein Zeichen setzen. Was für ein Ehrenmann. So und nicht anders wollen wir es haben. Eigentlich solltest du jetzt auch das Upgrade für das Fahrrad bekommen. Wenn du eine... Warte, wo bist du hin? Da, wenn du die eine Stadt nicht in Richtung Route 6, sondern in die andere verlässt. Ah, auf der anderen Seite, okay. Ja, da könnte man in der Tat mal gucken. Sedimantur, das Erz-Pokémon, 102 Kilo, Junge. Es nimmt die Umgebung über akustische Reize wahr. Ärgerliche Störenfriede kann es verfolgen, ohne sich ihnen zuwenden zu müssen. Dann laufe ich mal direkt vor, oder? Wenn seine Kumpels mich jetzt verfolgen. Oh, das sind hier die Entwicklungen von Rotomorph. Aber ihr seid bestimmt noch... Yo, er kommt mit so einem Naruto-Run auf mich zu. Stalobor? Nee, der ist nicht zu stark. Na, guck mal, Leon ist hier bereit für den heftigen Fight. Nur ist es leider sonnig, das ist nicht so cool. Aber der Hyperball, der fliegt und siegt natürlich trotzdem. Bam. Ja, hervorragend. Warum brauchst du so viele Velanos? Naja, damit ich die alle in diesen Sandsturm werfen und den Sturm somit ersticken kann. Nee, ich würde mich schon gern in so einen Pool voller Felinos begeben. Ich glaube, das wäre die reinste Glückseligkeit. So wie Onkel Dagobert in seinen Geldspeicher taucht, so würde ich in den Felino-Speicher tauchen wollen. Aber das wird mir ja nicht gegönnt, wie man hier sieht. Boom! Aquawelle. Jo. Ja. Okay. Meinst du, den Hyperball verschmähen und dann mit einem One-Hit umfallen, oder was? Na, das können wir ja besonders gut leiden. Eisenabwehr brauchen wir nicht. Eisenabwehr. Frecher, jetzt macht doch gar keinen Schaden. Somit ist die Attacke unnütz. Okay, dann switchen wir mal mit Lombrero. Der ist nämlich erst 35. Glaube, der macht eine bessere Figur, wenn wir hier jetzt fighten. Und vor allem fangen wollen. Ey, aber die Finger, wenn er die auseinander macht, das ist schon brutal. Da spart man sicherlich eine Menge Zeit beim Heckeschneiden. Aber davon ab kann das, glaube ich, wehtun. Ich mache mal einen Blubstrahl. Den wird er ja wohl überleben, oder? Zermalmklaue. Ja. Das schmeckt nämlich gar nicht mal so lecker. Verteidigung runter. Und jetzt die Blubbel. Ich liebe die Blubbel. Oh mein Gott, das macht überhaupt keinen Schaden. Was? Lombrero, was soll ich dazu sagen, Mann? Beim Rasieren auch, das ist wahr. Ach du Scheiße, Lombrero, wir müssen dich dringend entwickeln, Bruder. Das ist ja ein Armutszeugnis. Das ist ja ein fucking Armutszeugnis gewesen. Auch wenn du dann irgendwie, was weiß ich, in der Nase, ne, oder im Ohr ein bisschen die Härchen trimmen willst, einfach wupp, mit dem Finger rein. Problem ist nur, wenn du dann einmal zu weit stichst, ne? Dann hast du direkt so ein fetzen Gehirn dranhängen, das ist dann auch wieder doof. Dampfwalze, Body Slam, einfach ein bisschen knirschen. Knirschen, hörschen. Das ist nicht besonders effektiv. Fukano verringert jetzt auch den Angriffswert, ne, jawohl. Oder ist das zu krass? Ich glaube nicht. Fukano war ja auch noch nicht so heftig. Oh Gott, bitte überlebe das. Oh, der Hundi. Der Hundi. Aber er ist nicht zurückgeschreckt. Oh mein Gott, Leute. Warum macht ihr denn alle so Nullnummern-Schaden? Das ist ja fürchterlich. Fukano. Der macht mich schwach. Merkt ihr das? Ich habe mich so gefreut, als ich ihn gefunden habe. Dachte, geil, der Feuerwuffel. Und jetzt macht er ja einen auf, nö, du, ey, Urlaub wäre mir lieber jetzt. Ganz merkwürdig. So, der letzte Hyperball. Come on. Da ist er. Ich weiß, es wird funktionieren. Jaja, ich meinte das eine Mal wackeln. Ach, Fukano, du warst stets bemüht, ne? Du hast es versucht, Bro. Ah, da ist er fucking tot, Mann. Der hat einfach zwei geschlachtet, aber war auch ein bisschen doof von mir. Das waren exakt die beiden, die ich noch entwickeln wollte, ne? Die kriegen jetzt natürlich ganz gut auf die Schnauze, aber...
Dann muss es Leon wieder werden. Jawohl. Leon wird es schon richten. Problem ist nur, was nehme ich denn? Timerball ist noch ein bisschen früh. Ja, kommen die Superbälle. Wenn die Hyperbälle nicht wollen, dann gehen wir schön im Komfort ein bisschen runter. Statt einem Hotel gibt es jetzt ein Hostel. Du wolltest es so. Ich hab dir es besser angeboten. Aber wer nicht will, der hat bekanntlich schon. Ich hoffe nur, dass er Leon nicht noch zerfetzt. Das könnte für die nächsten Fangversuche einen sehr negativen Beigeschmack hinterlassen. Bitte geh nicht voll schneebedeckt, Bruder. Das sieht gut aus. Ehre, gucke. Manchmal muss man nur ein bisschen hinterfragen. Und dann wird er es. Kennen wir doch. Sehr nice. Ein Maulwurf mehr. Ja, moin. Stalobor, Untergrund-Pokémon. Es wird auch der Bohrkönig genannt. Bei seinen Bohrmanövern im Erdreich erreicht es eine Spitzengeschwindigkeit von 150 km/h. Was für eine verdammte Legende. Er hat eine sehr starke Typenkombi. Stahlboden ist einfach mies. Kann ich so bestätigen im Namen von Fukano. Was ist dann der Pokéball? Das ist einfach so eine versiffte, stinkende Matratze, die unter der Brücke liegt. Ja. Rapante, Rapante. Lass der Hage da. Ja, Mann. Der etwas andere Maulwurf. Wilde Zeiten mit René Marik. Und Maulwurfen, Mann. Einfach Peak deutsche Comedy. Das ist wieder der Ameisenbär, aber hier die Taubsies von Wish, die habe ich da auch noch nicht, oder? Ein Navitaub, ja. Da muss ich wieder an diesen großartigen Witz denken, Leute, ihr kennt ihn alle. Wo zwei Tauben auf dem Dach sitzen und dann knallt's auf einmal und da sagt die eine, hast du das gehört? Und dann sagt die andere, nee, ich bin doch eine Taube. Jetzt haben wir Tränen gelacht, Bruder. Ich gebe mal einen Sternschauer rein und dann gucken wir mal... Ob Navitaub... Ja, hören tut sie was. Hören tut sie. Aber schadenstechnisch hält sie nicht so viel aus. Das ist auf jeden Fall die bessere Kombination hier. Erinnerst du dich noch an das Foto von der Vorentwicklung in Snap? Ja. Oh mein Gott, dieser Happy Maulwurf, ne? Der war immer richtig gut drauf. Und hat da auch hin und her gebohrt, ne? Ist da durch den Boden geflogen. Nice. Versiffte Matratze unter der Brücke oder hier in Frankfurt 1200 Euro kalt, ja Mann. Gut gepflegte Studentenwohnung, oder? In verantwortungsvolle Hände abzugeben, ja sicher. Das kennen wir natürlich auch. Na? Ach komm, Navitaub, das ist wegen dem schlechten Witz, ne? Aber ich muss ihn bringen, okay? Er muss gemacht werden. Jetzt kriege ich hier noch ein paar Daunen in die Fresse, hör mal. Der arme Kranowitz. Ich glaube, es geht los. Mehr Superbälle braucht das Land. Finde ich nämlich super. Aber ich glaube, Navitaub ist auf Krawall. Ich könnte mir vorstellen... Oh! Dass er noch ein bisschen auf den Sack gehen will. Der Taube. Aber nein. Man muss auch mal ein bisschen lieb sein und aufeinander zugehen. Ne? Sehr gut. Wildtauben-Pokémon. Es ist clever und hat ein gutes Gedächtnis. Anscheinend wird es von vielen Lieferanten als Partner ausgewählt. Von Lieferanten? Bruder, ich muss nett zu dem sein, der bringt mir demnächst die Pizza. Hast du auf einmal Vogelscheiße auf der Pizza? Und dann muss ich erstmal anrufen da bei dem Pizzaladen. Muss sagen, ey, ich habe hier Vogelscheiße auf der Pizza. Dabei wollte ich Katzenstreu. Hör mal, ihr müsst euren Laden mal in den Griff bekommen. Oh, so ein Hippo. Ja, Mann, look at him. Oh, er ist wütend. Und es ist extrem stark. Was? Das Vieh? Das ist extrem stark? Sandsturm wirkt. Welches Level hat er? 50 oder was? Der sieht aus wie Level 13, Mann. Der soll sich zusammenreißen. 45. Jo, auf Wiedersehen. Den können wir wieder nicht fangen, ne? Scheiße. Aber wie sieht's mit Vulpix aus? Vulpix, du siehst nicht so stark aus. Hör mal. Ey, es ist auch extrem stark. Was geht denn ab? Wo bin ich jetzt schon wieder? Ja, der Wüstenteil, der ist noch nichts für mich, ne? Auch 45, Junge. Flucht gescheitert. Ja, toll. Aber das hat verfehlt, auf Ehre. Wieder gescheitert. Was zum Fick? Oh, nein. Oh, es gibt Brathähnchen. Alter, Kranowitz, Mann. Das ist echt ein Witz gewesen, deine Performance. Und jetzt darf ich wegrennen. Geil. Es wollte einfach nur Kranowitz töten und jetzt darf ich mich verpissen. Das ist richtig nett, Vulpix, ey. Vielen Dank, ne?
weiß ich echt zu schätzen, aber hier liegen echt viele Items rum, die man teuer verticken kann. So Ninjust wird auch zu hoch sein. Das fliegt ja auch hier in einem Teil rum, der schon eher zur Wüste gehört als alles andere. Ja, und da jetzt hier die ganzen Nester inaktiv sind, dauert es, glaube ich, auch ein bisschen, bis ich genügend Watt zusammen habe, oder? Wie viel hat das gekostet bei den Brüdern? Ich glaube, 300 war einmal buddeln, oder? Dann hätte ja zumindest einmal buddeln noch drin. Geil. Habe Kekse gefunden. Herr Kraft, Sie können gerne weitermachen. Ja, Snacks müssen sein, ne? Das ist gut. Bin heute mal dazu gekommen, das neue Hörbuch anzuhören. Wie nicht anders erwartet, wieder mega stark von dir erzählt und Chromie ist einfach Liebe. Oh ja, freut mich sehr. Dankeschön, Dankeschön. Oh, das ist ein Wommel. Wommel, Wommel, Pokéball, Beleber. Wie viele Items liegen hier rum, Mann? Alle von der Brücke geschmissen, oder was? 500 kostet das? 500, das ist ja Wucher. Für einmal buddeln, ne? Das sind ja Schlawiner, aber... Bis ich die wiedergefunden habe... Na gut, sie stehen da drüben, ne? Bis ich sie wiedergefunden habe, glaube ich, wir haben die 500. Ah, da komme ich ja noch nicht ran. Scheiße, guck mal, ein Golking. Oh, auch so ein billiges Pokémon, oder? Ja, hast du gehört, es tut mir leid, Mann, aber... Ist einfach ein Fischi. Alter, oh Gott. Einfach ein Fischi. Scheiße. Es gibt einen Trick, wie du die Raids immer wieder machen kannst. Das ist bestimmt illegal, oder? Werde ich dann erschossen von der Pokémon-Polizei? Aber verrate ihn mir gern. Da hinten ist auf jeden Fall noch einer aktiv. Den könnten wir ja mitnehmen. Ansonsten werden wir ja nicht allzu viel rumraiden. Aber ist natürlich trotzdem spannend zu erfahren, wie das geht. Bisher reicht ja das, was wir hier generell finden. Ey, dieses Weilmer in diesem kleinen Teich, ne? Das macht mich irgendwie glücklich, das da zu sehen. Das ist einfach zufrieden mit seiner Umgebung. Das will auch gar nicht mehr. Geil, Junge. So, hier haben wir wieder... das war ein weirder Schlenker. Hoffen Skorpione. No way! Ein Zwolloc? Was? Die Volley-Entwicklung auf 26. Aha, ne, du kriegst mal einen Funkensprung. Pass mal auf. Dann sehen wir Riffex mal in Action hier. Bam! Er hat ihm einfach in die Schnauze getreten. Wommel mit den Mini-Fäusten. Ja, das sind alles Boxer, ne? Die darf man nicht unterschätzen. Wenn du lucky bist, buddelt der auch 15 Mal. Das wäre auf jeden Fall sehr geil. Das war gerade ein Pokémon mit so einer goldenen Aura. Was hat es damit auf sich? Ist, glaube ich, ursprünglich aus Pokémon Go, oder? Diese Mechanik. Das zeigt an, dass das ein bisschen krasser ist, was die Werte und so betrifft oder so, ne? Einfach so ein Indikator, dass das ein bisschen spezieller ist. Heißt aber nicht, dass das direkt shiny ist oder so ein Bums. Wenn du dich erinnerst, einfach in den Switch-Einstellungen das Datum und die Uhrzeit ändern. Ah, ja. Hatten wir drüber gesprochen, genau. Ist aber lange her, seitdem ich das gemacht habe. Ob das noch geht, hab so jedenfalls gelevelt. Sehr gut. Gibt Watt? Ah, das heißt, die kann ich auch umhauen. Für Buddelressourcen. Ehre. Schaf-Pokémon. Seine prächtig gewachsenen Hörner dienen dazu, dem anderen Geschlecht zu imponieren. Es nutzt sie nicht als Waffe. Ah, der ist nur am Flexen. Cool. Der greift damit gar nicht an. Sehr schön. Gibt was, dann sollte ich die ja doch mitnehmen. Ich dachte, das ist echt nur so eine Aura, die anzeigt. Wow, cooler Typ. Greif ihn an. Nimm ihn mit. Aber ihr seid wie immer deutlich besser informiert, Freunde. Oh, das ist super. Guck mal hier, das gibt was. Dieser spezielle Stein löst Entwicklungen aus. Oh, my boy, Fukano. Wait, du bist tot. Kann ich dich entwickeln, wenn du tot bist, Bruder? Lass mal gucken. Ey, es geht. Er ist einfach tot. Ich schieb den Stein so in sein Ohr rein. Los jetzt. Entwickel dich, Fukano. Mann, ich stolz. Yeah. Ah, look at him. Glückwunsch. Dein Fukano hat sich zu einem Akani entwickelt. Lebt es jetzt auch wieder? Oder nur erstmal Pokédex-Eintrag, komm. Ob das lebt oder nicht. Legendär-Pokémon. Dieses Pokémon verzaubert die Menschen seit Urzeiten mit seiner Schönheit. Obendrein ist es schnell und sehr wendig. Das war auch nice, ne? In Arceus, als auf einmal er rumgehopst wurde. Mit der Akani-Form. Das war schon nice. Mit den kleinen Fukanos, oh... Akani versucht Turbo-Tempo zu erlernen. Ja, na sicher.
Jetzt geht's hier nämlich super schnell voran, statt Biss. Der Biss kann weg. Yeah, ich komme rein und Fukano entwickelt sich. Das ist Timing, oder? Solange es nur das Ohr ist. Zum Glück hat's gleich geklappt, ne? Sonst hätten wir andere Seiten aufziehen müssen. Aber Hauptsache mit Bodycheck reinlöten. Wenn er die Hörner einsetzen würde, tät's mehr ballern. Ja, mit der Wolle, naja, das haut jetzt nicht so sehr rein, das stimmt wohl. Gut, dann haben wir hier doch noch so ein Raid. Da kriegen wir direkt 300 Watt und auch ein Pikachu. Boah, Elektro. Elektro ist jetzt nicht so cool, wenn ich da Leon nehme, wenn ich ehrlich bin. Ich führe aber auch gerade keinen von den anderen. Diktri vielleicht? Was hat ein Diktri an Attacken so? Mache ich einfach ein großes Diktri und dann wälzen wir das weg. Ja, Dampfwalze ist doch sick, oder? Schön XXL Diktri und dann mit Dampfwalze rein in das Pikachu. Das würde ich schon eher fühlen, glaube ich. Oder halt hier Stalohuhn. Könnte auch gehen. Oder Waggon, ne? Die haben bestimmt Böcke, hör mal. Na gut, er hat nur Gestein. Und Waggon, wie sieht's bei dir aus? Ich hasse Waggon, wirklich. Sieht so dämlich aus, Mann. Gar kein Fan von dem. Feuer. Nee, wir nehmen Diktri, Leute. Ich sag's, wie es ist. Wir machen jetzt ein sehr, sehr großes Diktri. Und das wird Pikachu einfach vernichten, Mann. Dies ist der Plan. Alleine kämpfen. Warum habe ich eigentlich so ein Icon von so einem Arzt da? Weil ich Pokémon-Professor bin. Das ist die Antwort. Let's go. Imagine Fukano ist ohnmächtig im Pokéball, wird entwickelt. Pika! Pika! Wird entwickelt, wenn er die Hörner einsetzen würde, was? Ach nee, kommt ins Pokécenter, kommt da zu sich und hat eine Identitätskrise. Ja, die hatte ich nämlich auch gerade. Pika! Das war ja großartig, Mann. Holy hell. Aber ja, Fukano, der hat anscheinend nicht so viel jetzt mitbekommen. Wir werden nochmal mit ihm reden müssen, ja. Wir müssen das ein bisschen aufarbeiten. Okay, Dynamax, deiner Erdstoß. Let's go. Ich glaube, der Sound krisselt bei mir schon wieder so ein bisschen. Aber vielleicht ist es auch wegen Pikachu und Hörnern und Fukano. Wegen all dem. Wer weiß. Wolverine, hi. Oh mein Gott. Ja, Mann. Riesendiktri. Geil. Pikachu, ich habe schlechte Nachrichten. Oh. Erstmal habe ich schlechte Nachrichten für Togepi. Oh mein Gott. Er hat einfach den Zorn Gottes auf Togepi entfesselt. Und erzeugt ein Elektrofeld. I see. Aber Diktri macht das. Ich glaube schon. Jetzt geht's los, Diktri. Ja, Mann. Bam. Sehr solider Hit, Mann. Sehr, sehr solide. Klingt, als würde der Sound knacken. Ja, so ein bisschen, ne? Es krisselt im Hintergrund schon rum. Es ist irgendwie anders als sonst. Aber dann hört ihr es auch. Dann werden wir gleich die Software neu starten. Die war ja jetzt auch schon wieder eine Weile am Laufen, ne? Wir haben es halt nur nicht mitbekommen. Kuss geht raus an Twitch. Togepi heilt uns. Das ist aber nett. Ist zwar das Einzige, das Schaden bekommen hat, aber es heilt uns einfach mit. Sauber. Gigastoß. Oh ja, das scheppert. Sehr schön. Die sonderbare Barriere ist verschwunden. Und das heißt, seine Verteidigung sinkt stark. Oh, Pikachu. Was hat es denn gegen Togepi, Mann? Das ist ein Lagerfeuer. Ja, stimmt. Vielleicht brennt es auch bei mir irgendwo. Nee. Es ist, glaube ich, echt die Software. Nochmal Glück gehabt. Und jetzt kommt schon wieder das Gewitter, Mann. Warum? Lass dich doch einfach richten von Diktri. So nämlich. Bäm. Reicht das für einen One-Shot jetzt? Schmeckt. Diktri hat ordentlich zerlegt, Leute. Absolute Ehre. Dann fangen wir doch Pikachu. Nehmen wir mit dem Pokéball. So richtig klassisch. Zack. Und dann gibt es vielleicht noch eine geile TM oder so. Das ist ein weibliches Pikachu, ja. Das erkennt man an diesem Herzchenschweif, ne? Genau. Oder halt am Symbol oben beim Namen, aber wir sind natürlich professionell. Wir erkennen das an der Schweifform des Pikachus. Black Tyrant, nice.
Wenn kein Geld mehr da ist für die Pikachu-Synchro, ja, dann geht der nächste beste Entwickler kurz ins Tonstudio, ne? Pika! Geil, was haben wir denn? EP-Bonbons, Dynamax-Bonbons, Riesennugget, Stromstoß, Elektroball. Ja, das könnte ja ganz sinnig sein, ne? Für den Elektrobrudi von nebenan. Das Maus-Pokémon, Pika! Pikachu begrüßen einander, indem sie ihre Schweife aneinander reiben und eine Ladung Strom durch diese gleiten lassen. Junge, weird Fetisch, aber gut, wem es gefällt, ne? Ich bin so dankbar, dass sie echt in jedem Pokédex-Eintrag Schweif geschrieben haben. Das wäre sonst echt nach hinten losgegangen. Aber jetzt geht der Sound wieder, ne? Das Gekrissel war nur gerade beim Dynamax, war wirklich von Pikachu. Merkwürdig. Oh! Junge! Das Relaxo ist gerade genau in mir gespawnt. What? Boah, aber das jetzt zu fangen? Ich glaube, das wird anstrengend. Ich glaube ja. Ich mache mal einen Ladungsstoß. Bam! Ja, hervorragend. Big DPS. Amnesie. Captain Picard. Ja, der hat sich auch immer so groß gemacht, ne? Picard. Nice. Rein da. Jo, oh, das ist doch gut. Ramboss, das klingt ungeil. Ach du Scheiße. Junge, was? Wie hoch ist es gerade gesprungen? Relaxo, du musst dich echt mal zusammenreißen. Und zwar in meinem Superball. Yeah. Relaxo, sei mal ein cooler Typ jetzt. Als weibliches Pokémon. Ist egal. Ja. Sehr schön. Ey, ich weiß noch, in Gold auf dem Silberberg gegen Rot und sein Relaxo. Alter, das hat so ewig gedauert. Immer Stück für Stück diese endlose Lebensleiste runter. Das tat weh. Das tat weh. Du weißt doch, ein Relaxo kann sehr, sehr schnell sein. Auch das haben wir in Snap lernen müssen, ganz genau. Tagträumer-Pokémon. 460 Kilo. Yo, der Kampfkoloss. Der Magen dieses Pokémon ist so resistent, dass es sogar Verschimmeltes oder Verdorbenes essen kann. Ja, das mache ich auch. Manchmal schmeckt es einfach, oder? So sieht's aus. Okay, ich wollte gerade noch schauen. Wegen den neuen Elektroattacken, Elektroball und auch Stromstoß. Arcani kann Stromstoß lernen, was? Anwender erzeugt Spannung und greift an, indem er auf Kollisionskurs geht. Er erleidet selbst leichten Schaden. Und Elektroball, je höher die Initiative des Anwenders im Vergleich ist, desto stärker trifft diese geballte Ladung Strom. Mhm, Initiative, da müssen wir kurz mal gucken, wie das aussieht bei den Boys, ne? Arcani, lass dich mal ansehen, mein Schöner. Spezialverteidigung, Angriff ist höher als Spezialangriff. Und, Freunde, passt auf, ich habe ja was gelernt von euch bei den letzten Pokémon-Spielen. Wenn der Angriff besonders hoch ist, dann sollte man eher Attacken nehmen, die so richtig hitten. Ich sag jetzt einfach mal körperliche Attacken, ne? Wo so reingegangen wird. Und wenn der Spezialangriff hoch ist, dann sollte man eher Attacken nehmen, die nicht so direkt hitten mit dem Körper, ne? Sondern so, was weiß ich, irgendwelche Flammenwurf, Laserbam. Ist das richtig? Ist richtig, ne? Oh, Freunde, es wird noch was mit mir. Sehr gut. Ich glaube, wir haben die gleichen Spielegeschmäcker. Pokémon, WoW, etc. Ja, das ist ja auch die Elite der Games, ne? Also, besser geht's ja dann auch nicht mehr. Lul. By the way, wer den Rattenhengst in Neu-Dalaran farmen möchte, hat jetzt die perfekte Gelegenheit dafür. Einfach die Wächter wegschicken und dann sich alle Truhen snacken und angeln, wenn keine Truhe aktiv ist. Geht super schnell, weil ist keine Konkurrenz da. Das stimmt wohl. Ja, wer sich da noch dieses Rattenmount besorgen möchte, jetzt zur Flautenphase, ist da natürlich so gut wie gar nichts los, ne? So, Arcani wäre also Angriff ein bisschen interessanter. Und wo ist jetzt Riffix? Oh, Spezialangriff. Aber Initiative ist eher nicht besonders hoch, ne? Das ist eher Kategorie geht so. Verstehe, verstehe. Unterscheidet sich zu Spezialattacke, Laserbeams und Co. und physische Attacken, Tackle aufs Maul hauen und so. Das sind genau die Definitionen, die ich brauche hier. Man kann über ein weibliches Relaxo jetzt sehr frauenfeindliche Witze machen, das wäre aber pfui, also lassen wir das lieber.
guckt zu seiner kleinen Schwester, die gerade die 800-Gramm-Packung Chicken Nuggets gefressen hat und nichts abgegeben hat. Aha, daher rührt der Hass. Aber Chicken Nuggets, die werden auch inhaliert, ne? Die werden einfach inhaliert. Ist so. Dann fühle ich eigentlich Stromstoß auf Akani, aber gleichermaßen nicht, weil es halt Stromstoß ist, ne? Na gut, Elektroball ist dann auch nicht so sinnig. Schade. Aber schön, dass wir es mal angeguckt haben. Ich lerne ja doch ab und zu noch was dazu. Nicht, dass es jetzt irgendwie relevant wäre bei der Art und Weise, wie ich spiele. Aber ist ja trotzdem ganz spannend, mal zu gucken, ne? Worauf man so achten könnte. Wenn man denn wollte. Die kleinen Icons bei der Attacke unterscheiden sich auch. Also siehste, Icons haben wir auch noch, Freunde. So viele. Ich hatte früher im Hort, im Grundschulhort, hatte ich einen Kumpel, der hieß Eike. Und ich könnte mir vorstellen, dass der mit diesen Icons zusammenhängt. Ich habe aber seit längerem keinen Kontakt mehr zu ihm. Aber sollte ich ihn je sehen, dann werde ich ihn als erstes fragen, Bruder, was ist jetzt mit den Icons? Und dann werde ich voll eins auf die Fresse kriegen. Absolute Ehre. Gut, wir schauen mal, ob die Buddelbrüder ein bisschen Böcke haben hier auf einen kleinen Nebenjob. Das wäre nett. Wenn die Entwickler der Chicken Nugget Box gewollt hätten, dass man sie teilt, dann hätten sie die doppelt so groß gemacht, oder? Das ist wahr, ja. Wir sind da eher Opfer der Umstände. Alles fit, ich habe zwar Ausdauer, aber die Technik hat mein Bruder besser drauf. Für 500, ja komm, ich nehme diesmal dich wieder. Mal sehen, was er Schönes ausbuddelt für uns. Ein Blattstein. Weitergraben, na klar. Ein Säckchen Sternenstaub. Ein Eisstein. Aha, noch ein Blattstein, Junge. Ein Wasserstein. Oh, ich glaube, ich habe jetzt alles, was ich will, oder? Nö, passt, Bruder. Aber mach erstmal Feierabend hier. Ja, 5 Schätze, Junge. Jo. Einer von den beiden muss doch für den Bruder Lombrero sein, oder? Wasserstein? Ja, Wasserstein. Die komplette Verwirrung auf einmal, geil. Ich habe mich kurz gewundert, wo Lombrero ist, weil ich vergessen habe, dass ich den ja eben ganz oben hingezogen hatte, ne? Jo, Lombrero. Here we go. My man. Auf Wiedersehen. Es war schön mit dir. Aber jetzt wird es Zeit für den Tanzenden, den legendären Kapalores, Alter. Look at him. Was für eine verdammte Legende, ganz ehrlich. Sehr schön. Kapalores, da ist er. Das Sorglos-Pokémon. Wir sollten alle häufiger wie Kapalores sein, oder? Es bewegt seinen Körper zu fröhlichen Rhythmen. Auf diese Weise erhöht es seine Kraft. Ausgezeichnet. Einfach ich, wenn auf der Party langsam 187 läuft. So, wen pushen wir jetzt im Level? Eigentlich am besten die gerade tot sind, ne? Eine Ananas, ja, ist eigentlich das fleischgewordene Haus von SpongeBob. Aber er wird nicht gern darauf angesprochen. Das Pokémon erinnert mich an den Dude aus Zelda, den du die Samen bringen musstest. Ja, mit den Rasseln. Genau. Das ist tatsächlich so ähnlich, fühle ich komplett. Oh, guck mal, da ist auch was, was noch Watt bringt. Da angeln wir jetzt aber mal. Das ist bestimmt irgendein Lampi oder so. Richtig unauffällig, ne? Als wäre diese Angelzeichanimation nicht schon krass genug. Was bist du? Nee, Kamalm, warum? Ich wollte ein süßes, kleines Lampi und ich bekomme ein Kamalm. Danke für nix. Ladungsstoß. Und weg damit. Shiny wäre jetzt absolute Ehre gewesen, ja. Da hätte ich Bock gehabt, aber so viel Glück haben wir dann leider doch nicht. Badam. Nice. Habe ich noch irgendwo einen Raid in der Nähe? 240 Watt. Hallo, Junge. Garados habe ich noch nicht, nee. Aber ich wollte ja diesen Run zugunsten von Kapalores drauf verzichten, ne? Ich habe mich ja direkt am Anfang in Lotorzel verliebt. Und kam bisher auch nicht dazu, das irgendwie zu wechseln. Aber ja, jeder Run ohne Nidoking und Garados im Team tut mir tatsächlich schon im Herzen weh. So, Leute. Ich sehe keinen weiteren Raid. Darum würde ich... Oh, hoppala, fast sagen... Alter, nicer Tanzmove. Würde ich fast sagen, wir begeben uns wieder in die Stadt. Heilen einmal voll und... Habe ich noch gar nicht.
What? Was mache ich? Ladungsstoß? Säure einfach? Bisschen Säure ins Gesicht. Ah, mit dem Fuß. Na sicher. Ja, ich wollte es auch nicht haben, ne? Wie es so ist. Dann nehmen wir die Bonbons, die wir haben. Und dann machen wir uns weiter auf den Weg. Aber jetzt würde ich ja doch schon gern noch so ein Kätzchen holen. Das sind hier doch alles Kätzchen, oder nicht? Ja, hallo. Ja, ich dachte, du hältst die Säure aus. Aber dann ist mir eingefallen, dass die meisten kleinen Haustierchen nicht so Bock haben auf Säure. Darum gibst du jetzt direkt den Ball. Guck mal. Da ist so eine kleine Klingel drin und ein bisschen Katzenminze. Nee, hat sie nicht so Bock drauf, tatsächlich. Schade. Aber die ist jetzt auch Level 30, ne? Die ist 2 Level höher als die andere Katze. Vielleicht überlebt die jetzt eine Säure? Come on. So heftig ist Säure doch nicht. Sag ich doch. Ja, man muss nur mit den Leuten dann auch mal ins Gespräch kommen, ne? Dann wird das schon... Oh, das Kätzchen hat Krallen. Ja, moin. Und Bälle muss ich auch nochmal shoppen. Das ist ja kein Zustand hier mit unter 20 Superbällen. Da kommen wir aber heute auf keinen grünen Zweig, Freunde. Nice, ein Kätzchen. Sehr gut, sehr gut. Ich freue mich, hat sich sehr gelohnt, der kleine Abstecher hier heute in die Naturzone. Schelm-Pokémon. Es wiegt andere durch liebenswertes Verhalten in Sicherheit, kratzt sie dann plötzlich und amüsiert sich prächtig darüber. Da kann Shai heute auch ein Lied von singen. Katzenbesitzer hassen diesen Trick. Na denn, einmal die Karte bitte. Und dann einmal hier nach ganz oben, wollte ich sagen. Ja, noch weiter hoch. So, Passback. Da waren wir. Kätzchen, nicht in Säure tunken. Hätte ich das nur vorher gewusst. Bruder, muss los. Irgendwie müssen diese Katzenzungen als Leckerei ja hergestellt werden. Oh Mann, sind sie das wirklich wert? Verdammt. Und Bohnen kaufen musst du neu. Ey, Bohnen habe ich noch zur Genüge. Die kann ich mir bestimmt auch rüber transferieren. Guck mal, wie Kapalore sich zusammenreißen muss, nicht total loszudancen. Das bin einfach ich nach der 10. Mische, Junge. Geil. So, Herr Pokémon-Supermarkt, ich grüße Sie. Und ich würde gerne ein bisschen was verticken. Und zwar, ja, genau den ganzen Bums hier. Guck mal, 12k, weg damit. Prachtfeder, 500, weg damit. Sternenstaub, 6k, raus damit. Fossil heben wir auf, Riesennugget, 40k, Alter. Butz, Steinknochen, hoher Wert, 7,5. Riesenpilz, 2,5. Boah, Minipilz, ey, zack. Sehr gut. Warum haben wir IRL keine Naturzone, Junge? Gehst du mal am Nachmittag wandern? Hast du ausgesorgt für den Rest des Lebens? Let's go. Na gut, man müsste wandern gehen, ne? Oh, wir würden alle verarmen, Leute. Wir würden verarmen. 283 könnte ich kaufen. Ne, dann nehmen wir einfach nochmal 50 mit. Für die Sicherheit. So. Hypertränke könnte ich 93. Nehmen wir mal 11. Ja. Was haben wir noch? Beleber. Habe ich 21. Ich glaube, 21 Beleber halten noch eine ganze Weile. Die machen mich mit ihrem Kopfgenicke da sehr nervös am unteren Bildschirmrand. Hör mal. Oh, oh, oh. Du bist ja kurz vor der nächsten Stadt. Da gibt es bestimmt Hyperbälle. Das kann sehr gut sein. Aber ich brauche ja was, bis ich in der nächsten Stadt bin. Stell dir vor, wir treffen jetzt nochmal einen Schneebedeck. Oder? Ist aber Eskalation. Interesse an unseren einzigartigen Waren, was hast du denn? Eine Schattenbrille für 3000, die verstärkt, glaube ich, Unlicht oder so, ne? Na, das sehe ich eher weniger. Bevor wir uns hier jetzt zum Abschied nochmal ein bisschen umgucken, wollte ich ja noch ein paar Bonbons verteilen. Geil. War Herr Meier mies drauf? Ja, wenn Katzi so in Turbo- und Spiellaune ist, dann wird's halt auch mal blutig, wenn man nicht aufpasst, ne? Rums. Und weg ist er. Der Finger. Einfach ab, ja, liegt dann daneben. Tut teilweise immer noch weh, oh no. Aber hat sich gelohnt. Ja, mit den Cutscenes, da muss auch gespielt werden, ne? Ist so. Ja, wir WoW-Spieler gehen einfach mal wandern, genießen die Natur, ernähren uns vegan. Man kennt es so, die Stereotypen, ne? Okay, EP-Bonbon. Eigentlich würde ich Akani gern ein bisschen pushen, weil er hat sich's verdient. Er hat sich's verdient. Oh, 2 ganze Level habe ich gepusht. Okay, und 1 habe ich noch von L. Das kriegt jetzt Kapalores. Bam. Jo, 38.
Sehr gut, sehr gut. Na denn, packen wir Leon wieder nach vorne und dann ist es ja nur noch Granowitz, ne? Granowitz muss ich noch entwickeln, Leute. Und dann haben wir ja aber das Dreamteam am Stizzle. Ehre. Das sind die ganzen Touris. Da waren wir auch schon. War ich hier schon drin? Aufmachen! Polizei! Steht er in der Wüste? Mit so einer Wintermütze am Herd. Junge, der hat aber ganz andere Probleme. Ich bin stolzer Taxipilot beim Flugtaxi. Als kleines Dankeschön für dein Vertrauen möchte ich dir diese TM hier schenken. Das ist aber nett. Fliegen! Oh! Steigt in Runde 1 empor und trifft das Ziel in Runde 2. Das erste fliegende Taxi in Galar war in Kramor. Und dieser Tradition bleiben wir treu. Ehre! Schenk mir mehr TMs, das ist auch Tradition. Das weiß der zwar nicht, aber es entspricht dennoch der Wahrheit. Der sah noch interessant aus hier. Mit seinem Dick da. Moin. Diese Sache mit der antiken Stätte muss ich meinen Leuten aus Fair Belly erzählen. Wo ging's noch gleich nach Fair Belly? Ach ja, durch den Wald mit den vielen Pilzen. Ach, gucke. Leute, wir werden reich sein, wenn wir diesen Wald passiert haben. Mehr Pilze zum Verticken. Um nach Fairbelly zu kommen, musst du den Wirrscheinwald durchqueren. Falls du noch nie da warst, hier ein kleiner Tipp. Schau dir die Pilze im Wald sehr genau an. Ja, wenn du lang genug hinguckst, dann kannst du plötzlich Farben schmecken. Läuft. Na dann. Gehen wir doch mal raus. Was ist das für eine lange Strecke? Gar nicht unheimlich. Oh, das ist schon der Wald. Das speichere ich aber vorher. Das ist ja spooky. Das ist ja unheimlich hier. Hey, dieser kleine Vogel, habt das gesehen? Wait a second. Da. Granowitz, ne? Das arme kleine Baby. Oh, so sad. Nun gut. Muss er durch, ne? Muss er durch. Da stehen irgendwelche Dämonen, beten diesen Pilz an. Ist das ein gutes Zeichen? Weiß ja nicht. Ey, ich kann die echt so wobbeln. Und jetzt ist er an. Eine IKEA-Pilzlampe, cool. Und ihr? Ihr verpisst euch dann. Wobble. Das ist ja schön. Da ist noch einer. Oh. Hat ihm nicht gefallen. Junge, ich dachte, Chloa wollte ins Bett gehen. Da rennt er hier nackig durch den Wald. Bämon. Alles klar, Bämon. Ich fürchte, ich töte dich mit allem, was ich habe. Aber wie findest du denn hier im dunklen Wald... einen Finsterwald. Zählt doch bestimmt als dunkler Wald, oder? Sehen wir jetzt. Na? Ja? Oh, Bämon. Er mag die Dunkelheit. Sehr schön. So. Habe ich endlich meinen Moderator immer nah bei mir. Da ist er. Bämon, Hinterlist-Pokémon. Es schleicht sich in Häuser ein und geht dort auf Diebeszug. Zudem verleibt es sich die negative Energie der deshalb verärgerten Menschen ein. Das ist ja komplettes Big Brain Play, oder? Du ernährst dich von dem Negativen der Menschen? Und wenn du dann halt bei League of Legends nicht reinkommst, ne, oder ins WoW-Forum, dann brichst du halt in ihre Häuser ein, kackst in die Ecke und wartest einfach ab. Sehr nice. Zu was digitiert denn Bämon? Das ist eine sehr gute Frage. Vielleicht zu einem leckeren Schnitzel. Das dich dann aber isst. Das wäre sehr dämonisch. Da steht ein Koch, der will bestimmt die Bämon kochen. Aber nicht während meiner Schicht, Kollege. Suchst du nach Pilzen? Wusstest du schon, dass die Pilze hier leuchten, wenn man sie berührt? Ja. Gut, dass er nicht gesagt hat, guck mal, ich habe hier auch einen. Küchenchef Altan. Was hast du denn? Ein Hokumil. Ach ja, der Küchenchef. Der hat natürlich die Milch dabei. Das ist sehr schön. Nur für die Milch halt nicht, mein Guter. Weil ich habe den Präzisionsschuss. Oh ja. So sieht das aus. Die Milch wird verdünnt. Und darum stirbt sie. Tschüss. Da ist es einfach weg. Violett schmeckt ekelig. Rot und Purpur sind echt lecker. Ja, man muss sich ja auch mal ein bisschen durchprobieren. Ne? Das Risiko sollte man eingehen. Lamelux. Achso, wegen Lamellen. Es ist tatsächlich ein Pilz. Oh, na dann. Warum steht ein Pilz im Wald, Leute? Weil die Tannen zapfen. Ja. Heute wieder schön das DDR-Witzebuch rausgekramt, ne? Erst die Tauben,
Jetzt statt Bier im Wald ist es alles wirklich fürchterlich. Aber ich leide da auch jedes Mal mit. Dessen könnt ihr euch gewiss sein. Aber wenn sich die Chance ergibt, dann muss das natürlich alles immer und immer wieder gedroppt werden, ne? Bis zur Unendlichkeit, Mann. So, das war ein fette EP. Absolute Ehre und Fatality. Fatality. Ist einfach eine Teetasse. Das ist das, wo ich auch die Teekanne für habe, ne? Interessant. Fatality. Unglaublich, der Name, Mann. Präzisionsschuss. Los geht's. Der Wecker geht um 4. Jetzt die Frage, durchmachen oder schlafen? Boah, ich würde auf jeden Fall schlafen, weil sonst würde ich gar nicht klarkommen. Da würde mein Körper sagen, Bruder, es ist noch gar kein WoW-Addon draußen. Hör auf damit. Hör auf. Aber da ist wieder anders, wenn du sagst, ey, ich bin jung und erfrischt. Die Welt liegt vor mir, ne? Rein da. Eigentlich solltest du als Teeliebhaber dieses Pokémon im Team haben. Eigentlich schon, ne? Vielleicht finde ich das ja hier. So starke Pokémon-Trainer wie dich findet man seltener als kostbare Pilze. Schau mal, ich bin seltener als ein kostbarer Pilz, Leute. Sehr schön. Sind hier eigentlich auch Pokémon in den Büschen? Oh, sind sie! Vielleicht ist es ja die Teetasse. Nein, es ist... Oh, Pelzeboo. Ey, die Namen von denen sind aber sehr wild jetzt durchgehend hier. Pelzeboo. Na, du überlebst eine Aquawelle, oder? Mal sehen. Folterknecht. Oh ja, zornig, Leon. Darauf erstmal eine Aquawelle, aber bitte kein Volltreffer. Ich will den Fang... Oh, Junge, warum? Warum denn? Oh nein, Belzebub. Ich meine, okay, er hat Leon mies provoziert, ja, aber... Darum muss man sich doch trotzdem benehmen. Ich will noch eins. Wehe, das ist keins. Leon, dann kommt Anzeige hinterher. Ehre. Da ist er. Willkommen zurück, mein Schöner. Dein Freund? Nee, den habe ich nicht getötet gerade. Nee, nee. Das kam dir nur so vor. Dann nehmen wir den jetzt aber mit. Ja, Level 36. Come on. Los geht's. Tiefschlag. Au. Junge, die machen Schaden. Gut. Ja. Sag mal, was? Hä, der hält ja gar nichts aus. Wieso? Das ist nicht schön. Das habe ich mir deutlich geiler vorgestellt, Mann. Kacke, dann nehme ich halt Kranowitz. So, Kranowitz, noch bist du ein Baby-Bubi. Das heißt, du schottest hier bitte keinen aus dem Leben. Hoffentlich ist es jetzt auch wirklich nochmal der. Oh nein. Es ist Kommandutan. Ein Kommando-Orang-Utan. Okay, man kennt ihn. Ich mach mal einen Pflücker. Könnte der Typ Pflanze sein mit seinem Wedel? Nee, könnte er nicht. Okay, alles cool. Kraftvorrat. Ja, damit kannst du gern weitermachen. Damit habe ich gar kein Problem. Dann kriegst du jetzt noch einen Pflücker. Und dann kriegst du einen schönen Superball, Alter. Rums. Jawohl. Er macht wirklich weiter damit. Was für eine Legende. Ist doch nicht Chlor, sondern Lausi. Ah, der Bube. Ja, stimmt. Haben sich hier abgesprochen, ne? Abgesprochen und getarnt, ey. Ich sag's dir. Na? Herr Affe. Ah, schön. Herr Nilsson. Schau da mal im Pokédex, wo du es findest. Das könnte ich in der Tat machen. Das ist eine Idee, aber ich fürchte, ich bin zu faul. Und wie wir sehen, wird meine Faulheit wieder belohnt. Aber an sich habt ihr natürlich völlig recht. Im Pokédex konnte man das immer sehr schön sehen. Da denke ich auch wieder an die Verfolgung der legendären Hunde hier. Raikou, Entei und Kone, die dann auch immer schön woanders hingesprungen sind, wenn man die gejagt hat. Oh, da war immer was los, ey. Jetzt aber. Gerade rechtzeitig noch den Orang-Utan gefangen. Oh. Kranowitz hat sich zu Kramor entwickelt. Sehr nice. Das ist schon ein wirklich cooles Vieh, ne? Der Affe sieht aus, als hättest du ihm 100-mal den gleichen Witz erzählt. An einem Nachmittag. Ja, der musste sehr leiden. Das Krähen-Pokémon. Aufgrund seiner unübertroffenen Flugfertigkeiten und seiner hohen Intelligenz ist es in der Galar-Region als Flugtaxi im Einsatz. Na, siehe da. Kramor versucht Stahlflügel zu erlernen, mein Schöner. Wir verstehen uns, statt Piekser. Komm, Piekser passt jetzt nicht mehr so gut zu ihm, oder?
Da ist er weg. Stahlflügel sind drin. Ehre. Kommandutan, Weisheits-Pokémon. Es kennt jeden Winkel des Waldes. Trifft es ein verletztes Pokémon, findet es in Windeseile das passende Heilkraut und schreitet zur Behandlung. Ist quasi Aragorn, ne? Erstmal ein bisschen Königskrauter in die Wunde drücken. Läuft. Ich glaube, in Herr der Ringe wäre einiges anders gelaufen, wenn Aragorn ein Affe gewesen wäre. Manchmal hat er sich vielleicht benommen wie einer. Aber das war's dann auch. Was bist du denn? Ah, sehr wohl, ja. Das hatten wir als Bedienung in dem Restaurant, ne? Nice, Erzwinger hat Kramor jetzt. Überlebst du Stahlflügel? Safe, oder? Spotlight ist fehlgeschlagen. Nice one. Bam. Joa. War sogar ein Volltreffer. Was war das für ein Sound? Der übelste Peitsche so. Kapau, kapau. Der Fetischwald, Junge. Vor allem, die wollte ich alle eigentlich gar nicht. Ich meine, ich nehme die auch gerne mit. Hallo, das war dein Stichwort. Was hast denn du eigentlich für eine Wampe? Das habe ich von vorne gar nicht gesehen. Ist ja komplett chonky, das Vieh. Von der Seite. Zeig's doch mal von der Seite. Hier sieht man's auch. Junge. Da gab's aber wirklich das ein oder andere Bierchen im Wald, wa? Yo, halbe Bowlingkugel hier verschluckt. Finsterball. Come on, bleib drin da jetzt. Ich brauche noch einen für den... Ach, nö. Für den Dämon-Kollegen. Aber das möchte nicht, wie ich will. Na dann der Letzte, komm. Letzte Chance für dich, im Finsterball zu sein. Da ist schön dunkel. Ja. Ey, das hat ja so gar keinen Bock auf meine Scheiße. Was soll das denn? Aromakur. Und es hat auch nur ziemliche Müllattacken, kann das sein? Na, ich will mich mal nicht beschweren. Superball. Ich habe nur noch 64. Jetzt 63. Reiß dich zusammen oder du musst das abarbeiten. Na gut, es ist sehr wohl, ne? Es will es vermutlich sogar abarbeiten. Komm gerade aus der Kneipe, ne? Gerade vom Stammtisch nach Hause gekommen. Ah. Das gibt's doch nicht. Der wackelt nicht ein zweites Mal. Aber jetzt kommen die Psychokinese. Au. Was mache ich mit dir, Servol? Was mache ich mit dir? Ich fürchte, das würde ich alles töten. Darum muss ich noch ein bisschen belieben. Wackel wenigstens ein zweites Mal. Oder mit dem Hintern oder so. Ich bin da offen. Ja, am besten gar nicht mehr. Jetzt aber. Nummer 61. Sonst muss ich vielleicht auf Schlapfel gehen. Ich glaube, Schlapfel hatte noch... Ah, das ist ja völlig lächerlich. Ich glaube, Schlapfel hatte noch den ein oder anderen Dulli-Move, ne? Aber Kramor, der sieht jetzt echt böse aus. Schlapfel... Apfelsäure? Wie sieht's mit Apfelsäure aus? Ist das böse? Oh, das ist sehr böse. Ach du Scheiße. Meine Pokémon sind leider zu krass geworden. Kapaloris mit dem Absorber. Ehre, da ist er. Gucke. Na denn. Rein mit dir. Zwei für ein Tänzchen. Sehr gut. Oh, der wird gedanced, Leute. Und direkt die Psychokinese. Aber easy, ey. Lombrero wäre jetzt wieder tot gewesen. Okay, Absorber FTW. Schön in den dunkelroten Bereich. Ja, perfekt, Mann. Perfekt. Und maybe, wenn es jetzt drin bleibt, gibst du Kapaloris sogar noch ein Level up. Das wäre natürlich gigasick. Darum, Superball it is again. Schlapfel fühle ich einfach. Schlapfel ist super, oder? Da sehe ich mich auch. Oh, jetzt? Ey, jetzt kam das zweite Wackeln, ne? Sehr wohl. Ich hoffe wirklich, du bist so eine Art Pseudo-Legendary-Pokémon, weil das ist wirklich Lachkick des analen Todes, was du hier abziehst. Jetzt einfach mal drin bleiben und die Schnauze halten. Das ist ja völlig unglaublich. Was ist denn mit dem? Irgendwelche kleinen Killer-Dämonen, die sich von Negativität ernähren, kein Problem. Aber dieses bediensteten Pokémon, das Aromakur im Wald spammt, das ist natürlich wieder holla. Da müssen jetzt erstmal 30 Bälle reingebuttert werden. Sag mal. Das ist ja jenseits von gut und böse. Ich würde ja mal einen Schwerball probieren, weil es ja so eine Wampe hat. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das täuscht. Na, ich teste es mal. Schwerball, Junge. Für die Wampe. Come on. Wow, wasted es in den Schwerball rein.
Mann, das benutzt auch ständig rechte Hand, ne? Aber ich habe auch keinen Ossi-Ball. Nestball, Superball. Vielleicht mal ein Timerball. Der Kampf geht ja jetzt doch schon eine Weile, ne? Zack. Mal sehen. Ja. Ja. Oh boy. Ey. Ja, auf Zeit spielen. Das kann ich auch. Gar kein Ding. Hast du dir eigentlich das Galarian Yamask geholt? Das ist Pain zu entwickeln. Man muss es auf unter 37 KP bringen und dann in der Naturzone unter einer bestimmten Steinsäule runterlaufen. Holy shit, what? Also ich kann mich gerade nicht dran erinnern. Habe allerdings in Schwert den Dex damals, glaube ich, voll gehabt. Oder? Es ist schon ziemlich lange her tatsächlich. Aber habe ich sowas wirklich gemacht? Vielleicht habe ich mir auch einfach einen Haufen von euch rüberschicken lassen. Weil das klingt gerade richtig wild. Auf jeden Fall crazy, was man zum Teil machen muss, um sich einige Entwicklungen zu holen. Ne? Sei das irgendwie die Konsole drehen oder hier ein spezielles Item oder. Vermutlich, um das zu entwickeln, musst du eine Tasse Tee auf der Switch servieren. Ja. Und wenn die Switch die Tasse erkennt, dann gibt es die Entwicklungen. Ist richtig krass manchmal. Cortex, hi. Emotions-Pokémon. Weiblich. Es hilft gerne Menschen oder anderen Pokémon, um Dankbarkeit zu ernten. Die Weibchen gelten als ausgezeichnete Babysitter. Aha. Emotions-Pokémon. Interessant. Naja, Freude hat es mir jetzt nicht gerade bereitet, ey. Eher Hass, aber zumindest konnte der gute alte Timerball ja mal wieder ausgepackt werden. Junge, da ist die Teetasse. Oh, Leute, meine Faulheit wird wieder so geisteskrank belohnt, ne? Es ist unfassbar, Mann. Das ist ja schlimmer als im Abitur, lul. Superball. Ey, du bleibst jetzt direkt drin. Komm schon. Oh ja. Oh, wir verstehen uns. Ich mag Tee. Ja! Ey, der Unterschied von dem zu dem sehr wohl gerade. Was zum Fick, Mann. Um dieses Milkoli zu entwickeln, muss man sich auch einfach im Kreis drehen, weil aus flüssiger Sahne wird einfach Schlagsahne. Ja, du, ne, schlägst quasi die Sahne oder rührst in dem Sinne. Ist schon echt nice zum Teil. Schwarztee-Pokémon. Oh, Leute, ist Koffein drin, ne? Können wir alle nicht schlafen heute. Die Teetasse, die es bewohnt, ist eine berühmte Antiquität. Es befindet sich allerdings auch viel Fälschung im Umlauf. Oder viele Fälschungen in dem Fall. Cool. Die Teetasse. Ich habe übrigens immer noch nicht das, was ich ursprünglich wollte. Nur mal so. Bist du das jetzt? Das ist wieder was anderes. Wie viele gibt es denn hier? Lamelux. Dich habe ich eben schon gesehen bei dem Kochkollegen. Aber jetzt weiß ich auf jeden Fall, wo der seine Pokémon her hat. So, Superball, it is again. Gönn uns. Blitzboy. Ey, wieder gar keinen Bock direkt, ne? Sofortiger Hass und Schlafpuder. Zum Glück verfehlt. Was für ein Assi-Move mit Schlafpuder zu eröffnen. Nee, ich muss es wirklich schwächen. Pfui Teufel. Und Schlafpuder hittet auch noch. Das ist ja ultra pervers, Mann. Ultra pervers. Möglicherweise nehme ich Kapaloris, Turbotempo. Ja, vielleicht eher so Kopfnuss und so ein Bums, ne? Das könnte auf jeden Fall auch gehen. Gleich entwickeln. Ja. Ich weiß nicht, ob ich es wirklich ins Team nehmen kann, aber ich dachte, das trifft jetzt auch wieder keine Wirkung, irre. Ich habe auf jeden Fall das Item dafür, ne? Das ist nice. Nehmen wir mal einen Body Slam. Das wird, glaube ich, gehen. Butz. Ja, boah, mit der Paralyse, Leute. Ehre, Kraftabsorber. Ist das eine Heilung? Nein, es klaut Angriff oder was? Oh, es klaut Angriff und heilt sich doch. Ach man, du Mistvieh, Kopfnuss. Los geht's. Bam, das macht ja noch weniger Schaden, aber immerhin zurückgeschreckt. Zurückschrecken und paralysieren. Ehre. Ja, Mann. Wenigstens, ey, es ist immer noch nicht im Game und heilt sich wieder. Das ist ja Gigapain und Angriff sinkt auch immer weiter.
Ja, und es ist wieder voll, Mann. Ey, bitte halt die Schnauze und bleib im Ball. Das ist ja Giga-Ass einfach. Komm schon. Oh mein Gott, das ist ja... Und es hat auch noch einen Gigasauger. Ey, das heilt sich ja nur gegen. Kann ich mal die Paralyse hitten wenigstens? Was soll ich denn dagegen machen? Da müsste ich es ja wirklich downhauen. Dann darauf hoffen, dass die Paralyse hittet. Und dann... Oder? Oh, maybe ist egal. Oh. Okay, sonst hätte ich jetzt mit Akani irgendwie gamblen müssen. Aber es hat doch so funktioniert. Nice. Dieser Gesichtsausdruck dazu, ja. Wie so ein kompletter Standard-Smiley einfach. Aber nachts, da kommt es nah ans Ohr und flüstert, ich töte euch alle. Und dann grinst es wieder aus der letzten Ecke in dich hinein. Es sieht einfach wupp in uns rein. Und kennt all unsere Schwächen. Shit. Der Aufdruck am Tassenboden unterscheidet sie. Also erkennt man, ob es eine Fälschung ist oder nicht. Ah, wild. Bisschen Pokémon-Bares für Rares. Ehre. Und fett EP dazu. Lamelux ist quasi der WoW-Paladin. Einfach nicht tot zu kriegen und nervt tierisch, wenn man ihn als Gegner hat. Der hat nur die Bubble noch gefehlt. Oder Ruhestein. Imagine, es wäre jetzt abgehauen. Boah. Lumineszenz-Pokémon. Stößt man im nächtlichen Wald auf ein Leuchten, sollte man sich diesem nicht nähern. Sonst wird man nämlich von Lamelux in den Schlaf gelullt. Ja, der alte Luller, man kennt ihn. Okay, tschüss Lamelux. Möchte kurz anmerken, dass ich immer noch nicht das Pokémon habe, für das ich eigentlich in diesem Wald hier rumkrauche. Und das mich ebenso getriggert hat. Aber das ist es jetzt, ich weiß es. Ey, das ist wieder was anderes, Mann. Was ist denn hier los? Gibt es einfach alle Pokémon in diesem Wald, oder wie? Naturkraft, mal gucken, was bei rumkommt. Kapalores. Ein Energieball. Das ist aber auch nicht sehr effektiv, glaube ich. Oh, 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 oh. Das war aber... Hallo, schöner Volltreffer. Sehr, sehr gut. Im dunklen Wald, hörst du? Ich habe da gute Pilze für dich. Ja, ja, die knallen dich richtig weg, ne? Lameluxer Zeug, da fliegen dir die Löffel weg. Superball. Come on. Herr mit dem kleinen Waldgeist. Ja. Na, du hast das nicht so verstanden, mein Bruder. Paragoni. Und es wächst immer weiter. Gleich ist es riesig. Pyro, mach es gut. Gute Nacht. Ne, Punita suche ich nicht. Ich suche dieses Bämon-Entwicklungsvieh, das mich eben eigentlich zweimal angesprungen hat. Das ich dann aber leider per One-Shot direkt mal in die ewigen Jagdgründe geschickt habe. Und jetzt will ich es hier die ganze Zeit wieder triggern, finde aber jedes Mal was Neues. Richtig geisteskrank. Dekaschan, hi. Ich sehe es schon kommen. Das Pokémon, was Crafty, gibt es in dem Wald in der Edition einfach gar nicht. Ja, das würde ich sogar auch glauben, aber ich habe es ja schon gesehen. Glaube ich. Einfach random Fiebertraum. Paragoni. Baumstumpf-Pokémon. Es imitiert das Schluchzen eines Menschenkindes, um Erwachsene tief in den Wald zu locken und dafür zu sorgen, dass diese sich verlaufen. Was für ein Arschloch! Was soll denn das? Junge, den Pokéball schmeiße ich direkt irgendwo weg. Dann kann der mal zusehen, wie sich das anfühlt. Junge! Was ist denn falsch mit diesem Wald, ey? Ehrlich mal. Da ist er. Da ist er wieder. Belzebub. Jetzt hier. Los geht's. Die Entwicklung von dem Bäumchen ist geil. Einfach Baumbart mit einem Geister-Pokémon gebaut. Ich erinnere mich sogar an den, weil den hatten wir auch in New Snap. Dieser Tremborg, glaube ich, ne? Tremborg zum Geisterend. Ja, ziemlich cool gewesen. Oh, Angeberei, okay. Das ist jetzt doppelt gefährlich, weil ich will es ja auch nicht töten. Das heißt, den Blubstrahl, den lassen wir lieber. Die Lore zu den Geist-Pokémon ist aber auch wild. Tote Kiddies, rastlose Seelen und dann eine Robin Hood-Eule. Ja, Mann. Da wird einfach von allen geklaut. Und wenn die das Geld wieder haben wollen, dann verlaufen die sich im Wald und schlafen dann ein, weil sie einen Pilz gefunden haben. Was für ein Leben, oder? Was für ein Leben. Folterknecht. Ey, mein armes Kapalores. Es wollte immer nur tanzen. Und jetzt wird es hier aufs Übelste bambuselt, Junge. Scheiße. Belzebub auch einfach ein Goblin, der noch in Kesan stecken geblieben ist, während einer Atomkatastrophe. Ja, ist so.
ist so auch alle Gliedmaßen ein bisschen länger geworden, ne? Nur die eine nicht, Mann. So sad für ihn. Super Ball. Bleib jetzt drin da. Komm, tu uns einen Gefallen. Bitte. Ja. Craft 5 Meter Wald und 64 Superbälle weg, ja? War schon die richtige Entscheidung, nochmal rein zu payen, ne? Junge, damit hätte ich aber auch nicht gerechnet, dass die hier so aus allen Ecken auf mich zurennen. Pelzebu. Schelm-Pokémon. Es hat einen Hang zur Verschlagenheit und versucht, nachts seine Beute in den Wald zu locken. Angeblich kann es Äcker gedeihen lassen. Ja, um die dann niederzubrennen, ne? Und just a prank zu rufen. Nice. Okay, jetzt habe ich ihn. Sehr gut, Leute. Jetzt können wir endlich spielen. Warte, ich wollte ja auch noch schnell die Teekanne entwickeln. Das sollten wir gerade noch machen, wenn wir schon dabei sind. Wo ist sie denn hin? Da unten. So, Fatality, Junge. Komm mal kurz rein für Akani. Jo. Und dann gehen wir in Tulebeutel. Und dann gehen wir in die rissige Kanne. Nice, Mann. Los geht's. Ehre. Kurz in den Wald, 5 Stunden später. Ja, ich wurde hier manipuliert, ne? Ihr habt's gehört von den Pokémon. Hab mich hier verlaufen wegen denen, ey. Scheiße. Los geht's. Ja, Mann. Look at him. Dein Fatality hat sich zu einem Mortipod entwickelt. Ey, wie diese Beine da unten raushängen. Absolut großartig. Mache die Augen zu und lurke, die Streams laufen zu lassen. Ersetze den Kassettenrekorder von damals zum Einschlafen. Ah, hatte ich auch. Ja, schöne Zeit. Damals Hugo das kleine Schlossgespenst, heute Craft und was er eben abends so zockt. Nice. Gute Nacht. Da ist er. Hat auch einen sehr wilden Blick drauf, ne? Rick and Morty Pod, genau. Schwarztee-Pokémon. Entdeckt des zurückgelassenen Schwarztee, so gießt es seinen Körper hinein. Der Tee wird dann zu einem Mortipod. Hm. Das ist echt schade, dass du wahrscheinlich nicht Pokémon Uranium streamen darfst. Die Story davon ist cool und das Spiel echt super gemacht. Hört man immer wieder von diesen Fanversionen. Das ist in der Tat schade. Mortipod versucht Tea Time zu erlernen. Okay, Tea Time, for real? Der Anwender lädt alle am Kampf beteiligten Pokémon zu einem Teekränzchen ein, woraufhin diese die Beeren essen, die sie bei sich tragen. Ey, what? Das ist ja ultra witzig, Mann. Das nehme ich auf jeden Fall mal mit rein. Aber im Team wirst du nicht bleiben. Ich bin leider mit meinem Team momentan sehr zufrieden. Kann sein, dass sich das ändert, wenn ich demnächst mal total auf die Schnauze falle. Aber dich habe ich leider nicht eingeplant, auch wenn mich das gerade ein bisschen ärgert. Aber vielleicht irgendwann in einer nicht allzu fernen Zukunft. Dann kommt das so. Okay. Wir speichern kurz. Und dann gehen wir weiter in den Wald rein, ne? Wir sind ja wirklich nur 5 Meter gerade gelaufen, ey. Scheiße. So, da rechts war ja der Koch. Hier kommen immer noch Pokémon rausgeschossen. Ein Säckchen Blendpulver. Ein Item, das einem Pokémon zum Tragen gegeben werden kann. Es senkt die Genauigkeit des Gegners. Und wenn ich den hier anklicke, dann kommt bestimmt der Dude von da hinten angerannt. Schaut mal. Jetzt habe ich die ganze Zeit versucht, ihn und seine Familie zu finden und brutal in Bällen einzusperren. Und jetzt kommt er einfach angerannt, wa? Oh nein, okay, er bleibt einfach stehen und beobachtet mich, creepy. Dann habe ich nichts gesagt. Dann will ich nichts gesagt haben. Hier steht auch wieder so ein kleines Bämon-Vieh. Ich touch die einfach jetzt an, vielleicht löst das noch irgendwas aus. Alle erwische ich bestimmt nicht, aber ein bisschen Licht anmachen hier, ne? Hier komme ich, glaube ich, her. Das heißt, wir gehen mal hier drüben lang. Ich meine da auch gerade noch eine TM gesehen zu haben. Aber wer weiß, ob ich da auch so einfach hinkomme, wie ich es gerne hätte. Oh no, nicht du schon wieder. Oh nee, der lässt mich hier wieder im Kreis laufen. Mach dich weg, ich mag dich nicht. Schnüffel an wem anders rum, der hat doch nicht mal eine Nase, was denn für Schnüffler. Tiefschlag, hau ihn weg. Bäm. Jo, den hat er sich auch verdient, ne? Kommt hier ran, schnüffelt an mir rum. Sind wir Hunde oder was? Glaub's ja wohl. Akani auf 38. Die EP nehme ich gerne mit. Eine Großwurzel. Verstärkt KP-stehlende Attacken. Oh, wäre das eine Idee für Kapaloris?
Wäre das vielleicht eine Idee für Kapaloris? Klang jetzt eigentlich nicht schlecht, ne? Großwurzel. Der hat doch hier Gigasauger und so ein Bums dann. Rosenrauch war für Pflanzenattacken allgemein. Ja, gut, wenn ich dann noch Rasierblatt und so ein Bums habe, ne? Nimmt sie jetzt aber, glaube ich, nicht so viel. Von daher bleibt das, glaube ich, einfach so. Ja, wir lassen das jetzt so. Schön die Wurzel, Ada. Wurzelgemüsemann, bisschen Toy Story Style. Und das sind zwei. Ein Doppelkampf im Wald. Dann nehme ich, glaube ich, lieber Riffex noch mit rein. Als dass ich zweimal hier irgendwie mit Wasser um mich schmeiß. Das erscheint mir ganz gut. Na, Daniel Eumel, was geht? Ich finde Eisenbahnen einfach fantastisch und unglaublich praktisch. Warum? Na, weil so viele Pokémon und Menschen gleichzeitig in sie reinpassen. Wir sind mit einem von Galars Zügen hergekommen. Ob sich in unserem Leben durch die Begegnung mit dir etwas ändern wird? Ja, ich schlag euch jetzt alle Zähne aus. Und dann hat sich da ein bisschen was verändert. Das Mutprobenpärchen. Aha. Ja gut, die größte Mutprobe ist es, dass sie sich nach wie vor daten, würde ich sagen. Okay, Vulnona. Und ein Kirlia. Ich glaube aber, wir werden mit denen keine großen Probleme haben. Präzisionsschuss für Vulnona. Und Kirlia, na gut, die wird bestimmt eine Säure überleben. Oder auch Säure trifft beide. Das ist ja spannend. Dann nehmen wir einfach Funkensprung. Let's go. Ach, ruckzucki, Mann. Sind wir Level 10 oder was, Vulnona? Du musst dich mal benehmen. Guck mal hier. So benimmt man sich. Bam. Stabil. Schön aus dem Vulnona-Leben geblättert. Nice one. Aber ich glaube, Riffex wird jetzt nicht so reinknallen. Das wird mich wundern. Level up zu Gramor und Schlapfel. Das ist super. Aber ich lasse mich gern überraschen. Yo. Yo, okay, das war sick, Mann. Er versucht, Überflutung zu erlernen, das klingt heftig. Überschüttet das Ziel mit Unmengen an Wasser und ändert den Typ damit in Wasser um. Ja gut, das kann heftig sein, wenn man da irgendeine Taktik verfolgt, aber ich habe bei Überflutung an was anderes gedacht. Das war's schon. Lol. Mit einer Bahnfahrt lässt sich die Trauer über eine Niederlage sehr gut vergessen. Mit einer Bahnfahrt, alles klar. Kennst die Preise, Kollege, oder? Du bist einfach zu stark. Ich suche lieber nach jemandem, gegen den ich eine Chance habe. Kurz trotzdem 7k abgedrückt, oder? Stabil. Kann ich hier lang? Kann ich, weil hier komme ich doch bestimmt... Ah, zu dem Item. Schnarcher. Ja, wenn ich jetzt Relaxo dabei hätte, wäre es bestimmt nicht schlecht. Attacke ist nur im Schlaf möglich. Ziel schreckt eventuell zurück. Versteh nicht, wieso die Supermärkte schon Ende September Weihnachtssachen anbieten. Schiebt sich Lebkuchen in den Mund. Ist schlimm, oder? Diese Versuchung immer. Eigentlich will man meckern, aber noch eigentlicher will man fressen. Belastend. Hier ist auch noch was. Und da... Oh, Hypertränke. Cool, da stand doch noch eine Oma rum. Hallo, Oma. Na, Oma ist allein im Wald. Ist gar nicht verstörend. Manche der Pilze, die hier wachsen, reagieren darauf, wenn man sie berührt. Ja, das hat der andere doch auch schon erzählt, Mann. Sprecht euch mal ab hier, Eleanor. Du hast bestimmt auch räudige Feen, oder? Ja, sehr wohl. In einem Luxusball. Oh. Aber wait, das ist die männliche Variante, wa? Oh, das ist kein Babysitter. Dafür gibt's einen Tiefschlag, Kollege. Einfach, weil du männlich bist. Wutz. Stabil. Leon hat wieder Bock heute. Leon möchte Blut. Stabil. Was hast du noch für mich? Noch ein Servol, Junge. Ich erkenne ein Muster. Ich erkenne ein Muster. Und vor allem wieder ein männliches. Will ich wissen, wie die dir dienen? Ich glaube nein, Omi. Bam. Keine weiteren Fragen. Kannst einmal das Pokécenter besuchen. Thank you for traveling with Deutsche Bahn. Genau das ist der Weg. Bestimmt sein Lieblingssong, ey. Wenn ich einen Kampf verliere, berührt mich das. Aber anders als die Pilze werde ich eher finster. Und jetzt zieht sie einfach ein Messer. Nee, hat sie zum Glück sein lassen. Sehr sympathisch. Ach, guck mal. Jetzt stehen sie hier überall und springen mir auf den Kopf, ne? Ihr seid wirklich ein paar Eumel, ey. Vorhin habe ich sie gesucht. Und jetzt sowas. Präzisionsschuss. It is. Los geht's.
Wie, die fangen erst Ende September bei euch an? Bei uns liegt das Zeug schon seit Mitte August in den Regalen, was mich daran erinnert, dass ich bald wieder mit Süßigkeiten von den Patienten zugeworfen werde. Wir haben zu weit letzten Jahr 3 Monate gebraucht, um das wegzubekommen. Alter, 3 Monate ist auf jeden Fall eine Ansage. Riffex und Kapaloris Level up. Oh, und Gift-Heap ist natürlich big. Gift-Heap statt Säure. Oder statt Toxin. Toxin werde ich halt safe nicht benutzen, ne? Oma im Wald ist gut. Bin mal, als wir uns mit Freunden noch regelmäßig getroffen haben, im Herbst abends nach Hause gegangen. Und über den Friedhof ging es schneller. Plötzlich kam da um 21 Uhr eine Oma aus dem Weg. Ich habe fast einen Herzinfarkt bekommen und sie war völlig gechillt, hat gegrüßt und ist weiter. Mein Puls war bei 180. Ey, Mann. Ja, das konnte ich aber auch gar nicht leiden, wenn ich abends nach Hause bin. Und alles war dann schon ruhig und tot in der Stadt. Und auf einmal aus der Seitengasse einer, ja, schönen guten Abend. Ja, Junge. Halt bloß die Schnauze, habe ich mir gedacht, ne? Ja, Toxin ist OP, aber jetzt ja nicht für meinen Storyrun, oder? Wenn doch, kann ich es bestimmt irgendwo neu lernen. Da hoffe ich, dass ich hier keine Toxin-Taktik irgendwie fahren muss. So, ansonsten habt ihr natürlich recht, aber ich glaube, das ist hier jetzt nicht so essentiell. Da werde ich eher den Gift-Heap spammen. Hier liegt noch ein Item. Aha, aha, Klumpen-Leuchtmoos. Wird der Träger von einer Wasserattacke getroffen, steigt seine Spezialverteidigung. Und das Item verschwindet. Kleiner Gärtner-Exkurs hier. Da links. Ah, ich hätte weiter hochgesollt. Da ist noch ein schönes Item. Das nehmen wir mit. Aber dann muss ich nochmal hier unten lang. Oh nee, Junge, der Wald. Der Wald. Er verwirrt mich bereits. So. Wo? Kehrtwende. Werde ich effektiv auch nicht benutzen. Geil. Nach der Attacke eilt der Anwender zurück und tauscht den Platz mit einem anderen Pokémon. Das wäre halt so ein Move, den man bringen könnte, ne? Toxin drauf, dann Kehrtwende und dann schön langsam runterzergen. So erst diese Toxingeschichte drauf und dann Kehrtwende im Wechsel zu Kapaloris, der sich dann mit Regentanz und Synthese oder so ein Bums komplett gegenheilt und der Gegner verreckt einfach langsam. Oh, das sieht aus wie der Ausgang vom Wald. Habe ich hier sonst noch irgendwas Cooles? Hier in diesem kleinen Gebüsch etwas Geheimes? Nope, es ist schon wieder Servol. Wieso? Sowas kann ich auch nicht ab. Bin generell sehr schreckhaft. Ich kann aus dem Augenwinkel sehen, dass jemand von hinten kommt, aber mich dann trotzdem erschrecken. Ah, Mann. Ja, ich meine, ich hatte ja den großen Vorteil, dass ich schon immer recht groß und breit war. Deswegen hatte ich auf dem Heimweg nie Angst oder so. Oder hat mich da richtig eingeschissen, aber wenn wirklich alles ruhig ist, ne, und auf einmal kommt so irgendwas aus der Seite geschossen. Oh, Junge, wie unangenehm. Da hat der Kackstift auf jeden Fall gemalt, ne? Das ist so. Wenn man dann vielleicht noch ein bisschen zierlicher ist oder generell schreckhafter, boah, nee, Mann. Muss nicht sein. Aber wir sind, glaube ich, angekommen, ne? Oh, wie schön. Da sitzen sie sogar auf dem Dach vom Pokécenter. Hier ist ein kleiner Teich unter der Brücke. Junge, wenn du in dieser Stadt auf einen Trip geschickt wirst, kommst du nie wieder runter. Junge, da fliegt hier irgendein Oktopus im Baum. Da steht so ein kleiner Pilz. Bubu, nee, Bubu machen wir noch nicht. Wir wollen noch die Arena holen, würde ich sagen. Die gucken wir uns jetzt noch an. Yo, das ist echt fancy hier. Dann machen wir jetzt die Arena und beim nächsten Mal gucken wir uns hier in Ruhe um. Es sei denn natürlich, Hopp und Co. rennen jetzt in mich rein. Dann werde ich den Plan eventuell nochmal ein bisschen ummodeln müssen. Feen, okay. Feen. Mal gucken, Präzisionsschüsse würde ich sagen. Ey, das Kind spielt hier auch mit den Oktopusviechern. Geil, da drüben sitzt ein Pilz auf einem Pilz. Was für Zeiten, in denen wir leben. Ein Lumpy. Wait, Lumpy kann auch so rumfliegen. Oder habe ich auch schon von den falschen Pilzen genascht? Ich weiß es nicht. Sehr, sehr merkwürdig, aber unglaublich hübsch ist es hier, Mann. Erholung. Ah, das passt ja zum Schnarcher. LSD-Town ist so. Holy hell.
Anwender wird vollkommen geheilt, von allen Statusproblemen befreit und schläft die folgenden 2 Runden. Nice. Und ein Duftpilz. Komisch. Pilze? Hier? In diesem Wald? Ich hasse alle Arten von Statuen, die ansatzweise wie Menschen aussehen im Dunkeln. Wieso stellen sie sowas blöd in die Gegend, ne? Entschuldigen Sie. Oh, Sie sind eine Statue. Ich wollte nach dem Weg fragen. Da schwebt das Vieh rum, das einen im Wald auf Irrpfade führt. Hätte ich ja richtig Bock, mein Kind hier draußen spielen zu lassen, ne? Gut, dass ich keins habe. Oder hatte ich mal eins? Wurde vom Pokémon entführt. Scheiße. Oh, Kraft. Sag bloß, du hast schon 4 Arena-Orden. So langsam wirst du mir ja richtig gefährlich. Pekko. Gehört, sogar Morpeko kriegt immer mehr Respekt vor dir. Das ist mir wichtig. Was? Moment mal, Morpeko. Willst du mir etwa sagen, dass du Kraft magst? Das ist unser Gegner in der Arena-Challenge, ist dir das klar? Na schön, was soll's. Weißt du was? Ich geb dir meine Ligakarte. Ligakarte von Mary. Danke. Sie ist ein Zeichen dafür, dass ich dich als meinen Rivalen anerkenne. Schließlich haben es außer uns nicht viele so weit geschafft. Wir sehen uns am Ende der Arena-Challenge als Gegner. Klar. Hey, diese Sounds, wenn Morpeko läuft, ne? Geil. Und Balduin steht hier rum. Hey, ich bin's, Balduin. Diesen Blick in deinen Augen kenne ich. Du bist verliebt. Da habe ich genau den richtigen Ball für dich. Hier, bitte sehr. Ein Symperball. Mhm. Ein Ball, der sich besonders gut eignet, um Pokémon zu fangen, die ein anderes Geschlecht haben als dein Pokémon. Ein Symperball sorgt dafür, dass sich Pokémon leichter fangen lassen, wenn sich ihr Geschlecht von dem deines Pokémon unterscheidet. Schon faszinierend, was so alles in einem Pokéball steckt, oder? Die Macht der Liebe. Geil. Was war denn effektiv gegen Fee? War Stahl effektiv? Das war doch so ganz weird, oder? Da ist man noch gar nicht drauf gekommen, wie jetzt bei Feuer, Wasser, Pflanze und so. Da wäre doch Kramor eigentlich ganz cool, oder? Wie sieht das aus? Stahl und Gift. Oh, Gift auch. Okay, na dann ist ja mein Riffex eigentlich ganz geil unterwegs, ne? Das wäre eine gute Idee. Stahl und Gift, okay, dankeschön. Vielleicht habe ich ja sogar noch ein Item, das irgendwie Gift verstärkt. Ich glaube nicht. Könnte natürlich von Akani den Expertengürtel holen, ne? Das wäre vielleicht noch eine Idee. Pass auf, Akani bekommt einfach hier das Blendpulver. Weil, warum nicht? Und dieser Expertengurt verstärkt sehr effektive Attacken. Den kriegt einfach Riffex für den Fight. Weil den sehe ich ja dann im Dynamax, ne? Da hätte ich schon Böcke drauf, hör mal. Okay, wir gucken aber wie immer erstmal, was die Prüfung ist. Und lassen Leon vorne, weil Präzisionsschuss ist halt Liebe, ne? Willkommen, Arena-Challenger. Möchtest du in unserem Arena-Stadion antreten? Na sicher. Dann würde ich dich zuerst bitten, in der Umkleidekabine in deine Uniform zu schlüpfen. Mach dich auf eine Arena-Mission der etwas anderen Art gefasst. Dieser Test wird zeigen, was wirklich in dir steckt. Okay. Stahl, weil Feen in der Mythologie durch Eisen ihre Zauberkräfte verlieren. No, wirklich? Oh, wusste ich nicht. Dann kann man sich das ja doch ein bisschen herleiten, ne? Das ist ja spannend. Das versuche ich mir zu merken. Deine Uniform steht dir wirklich ausgezeichnet. Bist du bereit? Dann kann es losgehen. Ja, ich rieche ein bisschen nach Pilzen, aber das geht vermutlich allen hier so, oder? Stört keinen. Stört keinen. Da sind wir drin. Was ist denn das hier? Alter, werde ich jetzt in irgendeinen Lustkeller verschleppt, oder? Da bist du ja, Kindchen. Und du hast immer noch viel zu wenig Pink an dir. Na, sei's drum. Meine Arena-Mission ist gleichzeitig auch ein Vorstellungsgespräch. Oh nein, plötzlich schwitzig. Ich bin nämlich auf der Suche nach jemandem, der meine Nachfolger als Arena-Leiterin antritt. Du wirkst verunsichert, Kindchen. Keine Sorge, ich werde dir schon nicht den Kopf abreißen. Du musst lediglich ein paar Fragen beantworten und dabei gegen andere Trainer kämpfen. Das wird ein Kinderspiel, du wirst schon sehen. Es gibt da nur einen kleinen Haken. Für jede falsche Antwort, die du gibst, sinken die Statuswerte des Pokémons, das gerade für dich kämpft. Dafür erhöhen sich seine Statuswerte aber auch, wenn du eine Frage richtig beantwortest. Warum das so ist, fragst du? Nun, Feen verfügen eben über unerklärliche Fertigkeiten.
So, dann wollen wir doch mal sehen, wie du dich so schlägst, Kindchen. Aha, also so ein bisschen wie früher bei Pyro. Ein bisschen Casting Couch, genau. Und dazu aber auch Kämpfe. Die Arena-Mission kann losgehen. Gib alles. Ja, aber was steht denn hier alles rum? Holy shit. Meine Pokémon werden sehr, sehr schwach sein, ja. Kaltes Eisen schützt vor der Magie der Feen. Deswegen auch Metallanhänger zum Schutz vor Magie bei vielen keltischen, nordischen Stammeskulturen. Krass. Good to know. Ey, sie sitzt da wirklich und bewertet jetzt. Was für eine ranzige Mistarena. Ach du Scheiße. Wie das hier aussieht alles. Also dann, wollen wir doch mal sehen, ob du das Zeug zum Feen-Arena-Leiter hast. Ja, vielleicht will ich das aber auch gar nicht. Susanne, willst du nicht Arena-Leiterin werden? Mit deinem Parfi. Ja, das sieht brutal aus. Was für ein eiskalter Killer. Und jetzt kommt noch keine Frage. Von mir aus, dann gibt's einen Präzisionsschuss, Leute. Hier kommt schon mal die Antwort auf die Frage. Bam. Stabil. In der Kleinstadt, wo ich früher gewohnt habe, gab es ein Haus. Wir nannten es einfach nur das Puppenhaus. Im Fenster saßen 5 bis 6 dieser Keramikpuppen. Unheimlich. Egal wie oft ich dran vorbeigehen musste, ich hatte immer Schiss, weil ich mich von denen immer beobachtet fühlte. Und ich nie... Und ich einen Traum, ein Spiel habe? Und ich eine Trauma ein Spiel habe, wo eine so eine Puppe mich anspringt. Dieser Traum oder das Trauma hat am Ende auf jeden Fall auch gekickt, ne? Also die Finger ein bisschen schnell über die Tastatur gerutscht. Ja, kann ich verstehen. Diese Puppen sind auf jeden Fall sehr, sehr creepy. Meine Oma hatte auch so eine und die saß immer auf dem Sofa. Und ach du Scheiße, das war wirklich nicht schön. So, wir haben EP bekommen, Leute. Und Sabai One? Was ist ein Sabai One? Oh, okay, ein fetter Kuchen. Kennst du die Schwachstelle von Feen-Pokémon? Jo, das ist jetzt aber fies, Mann. Ich habe gerade gelernt, ist beides, aber ich gehe mit Stahl. Fabelhaft, Stahlattacken sind sehr effektiv gegen Feen-Pokémon. Das war jetzt Testfrage, ne? War beides richtig, ja? Interessant. Stabiles Bewerbungsgespräch, darauf einen Präzisionsschuss, Freunde. Kabam. Ja, guck mal. Das läuft. Tschüss, dicker Kuchen. Das ist eigentlich die perfekte Welt, oder? Wo der Kuchen selber fett ist, aber beim Essen nicht fett macht. Oh, das wäre die bestmögliche Realität, Leute. Nice one. Wenn man sich auf seine Fähigkeiten verlassen kann, ist es fast egal, ob man richtig antwortet. Vor allem ist es schwer, falsch zu antworten, wenn beide Antworten richtig sind. Let's go. Imagine, du schaust gerade bei der Oma fern und siehst die Puppe an und die dreht langsam ihren Kopf zu dir. Ja, spätestens da hätte ich nicht mehr so Bock gehabt, Oma zu besuchen, ne? Nicht übel. Ich kann natürlich nicht für Papella reden, aber meine Neugier hast du geweckt. Aha. Danke, Susanne. Tschüssi. Da kommt die nächste. Die sind auch richtig motiviert, so wie sie laufen, ne? Ich bin deine zweite Gegnerin. Mach dir keine Sorgen darüber, wie es bisher gelaufen ist, sondern konzentriere dich voll auf unseren Kampf. Alles klar. Juliana. Na dann. Lass mal sehen, Juliana. Ein Flauschling? Ah, das ist die Vorentwicklung von dem Wobbelhund von gerade, oder? Ich will ihn nicht immer als fett beleidigen, aber genau das war er nun mal. Okay, fett und fett gesellt sich gern, ich verstehe ihn da. Du willst Pokémon essen? Ja, wenn die Pokémon aus Kuchen bestehen, dann wollen sie ja auch gegessen werden, oder? Das ist ja so eine Evolutionsentscheidung, die sie da getroffen haben. Nein, ich will mich nicht entwickeln, du wirst mich essen. Nein, entwickel dich, ich will nur, dass du stärker wirst, zwinker, zwinker. Junge, wie unheimlich. Wie unheimlich. Das ist auch echt unheimlich. Frage. Wie hieß der Arena-Trainer, gegen den du als erstes gekämpft hast? Oh, Susanna oder Susanne? Ich glaube, Susanne, habe ich eben gesagt, oder? Oh, ein Glück. Wie böse, ey. Was? Wie böse. Gut, dass wir uns drüber lustig gemacht haben. Seht ihr?
Sich über Leute lustig machen hilft im Leben weiter. Das ist die Moral von Pokémon, Leute. Ehre. Oh, dafür kriege ich jetzt direkt die Quittung. Ja, die habe ich jetzt auch verdient nach der Ansage. Au. Danke für nix. Danke für nix. Dann gibt es halt noch eine Aquawelle hier. Gar kein Problem. Los geht's. Und am Ende kommt dann, zähle alle gegnerischen Pokémon in der richtigen Reihenfolge auf. Oder ich werde direkt erschossen. Hurra. Das Pokémon ist Zuckerwatte. Zuckerwatte, Kuchen, auch alles dasselbe, oder? Im Magen wird eh alles gemischt. Aufmerksamkeit und Vorsicht sind das A und O des Überlebens. Die lassen aber gut Cash da, finde ich sympathisch. Hab keine Angst davor, auch mal Fehler zu machen. Halte den Blick nach vorne gerichtet. Mach ich. Wir hatten immer drei Gegner, glaube ich. Ja, gleich kommt so eine Matheaufgabe. Quadratwurzel aus Pi. Berechne mal die Sinuskurve hier, ne? Geil. Jetzt bin ich an der Reihe. Mal sehen, ob du das Potenzial hast, Papellas Nachfolger zu werden. Die fragen alle gar nicht, ob ich das auch will. Ursel. Ursel, reiß dich zusammen. Belzebub, na da kriege ich jetzt aber direkt wieder Zustände, wenn ich das sehe. Matze, hi. Wenn das Pokémon nicht gegessen werden will, wird es ein Unratytox. Wer Kuchen wird, ist selber schuld, das stimmt. Unratytox ist einfach so eine geplatzte Mülltüte. Den würde ich jetzt sehr ungern essen wollen, ne? Okay. Bam. Genau zwischen die Augen. Oh ja. Wechsel ich jetzt auf meinen Giftfreund? Griffex, du bist der Giftfreund, ne? Damit du nur nächstes Mal Bescheid weißt. Oh, Gardevoir. Ne, da will ich sehen, was der Präzisionsschuss macht. Aber das ist unangenehm. Frage. Was esse ich morgens zum Frühstück? Was? Ey, was? So fühlen sich Bewerbungsgespräche aber wirklich häufig für mich an. Oder halt das Mathe-Abi. Curry oder Omelette? Boah, die Oma pfeift sich doch kein Curry rein, oder? Die Oma gönnt sich ein schönes Omelette. Genau, ich habe eine Schwäche für Omelette mit Käse. Aha. Die Verteidigung und Spezialverteidigung wurde erhöht. Oh, das ist gut. Das kann ich brauchen, aber da nicht die Angriffswerte erhöht werden, wird das, denke ich mal, kein One-Shot. Boom. Oh. Fett. Die Antworten stehen auf der Trainerkarte. Oh, tatsächlich. Wow. Das ist ja echt frech, dass sie das abfragt. Was für eine verdammte Psycho-Oma. Welche Farbe hat meine Unterhose, ist gleich die nächste Frage. Sie hat immer dieselbe an. Ich distanziere mich. Ich distanziere mich. Arena-Leiterin, was? Nee, nicht Arena-Leiterin, Arena-Trainerin, oder? Bin auch ein bisschen benebelt von der Unterhosenfrage. Ich spiele die Rolle eines starken Trainers, denn im Leben gewinnt der, der seine Rolle gut spielt. Mhm. Dann übertreib mal deine Rolle nicht. Antwort Dosenboden. Oder sie trägt gar keine. Oh Mann. Kann ich die Arena verlassen? Oder die Arena-Mission für Vorstellungsgespräche zu verwenden ist etwas speziell, ich weiß. Aber naja, Papella ist schließlich auch ein wenig speziell. Ich merke schon. Braun-gelb, ey. Euch nehme ich nicht mit zu der Bewerbung hier. Sehr fürchterlich. Aber anscheinend habe ich es erstmal geschafft. Wait, was ist denn das für ein Schild darüber? Fluchtweg. Fluchtweg in die Feen hinein. Das ist ja super. Okay, dann, Leute, würde ich sagen, wir nehmen mal hier noch einen von den 100 Supertränken, machen Leon nochmal voll, aber dann ziehen wir unseren Giftfreund nach vorne. Griffex, ich erwarte Großes von dir, mein Schöner. Und bisher hast du wirklich begeistert. Also sein Schaden war wirklich stabil, ne? Muss man sagen. Herzlichen Glückwunsch, du hast die Arena-Mission bestanden. Ich bin schon gespannt, ob du es auch geschafft hast, die Arena-Leiterin zu überzeugen. Möchtest du sie jetzt herausfordern? Ja, sicher. In Ordnung, dann hier entlang bitte. Ich drücke dir die Daumen. Hey! Paar Omas verprügeln. Jawohl. Sie zieht jetzt erstmal so einen Stuhl unterm Ring vor. Ganz gefährlich. Da steht sie schon. Oh, sie schläft. Ja, Oma ist schon spät, ne? Halb zwölfe durch, Uff. Windeln von Chanel.
Sie ist die einzige Frau, die Victoria's Secret kennt. Für eine Vorstellung mag es etwas spät sein, aber so sind eben die Gepflogenheiten. Ich bin Papella, die hiesige Arena-Leiterin. Dank meiner Quizfragen habe ich während der Arena-Mission einen recht guten Eindruck von dir bekommen. Aber die größte Prüfung in dieser Arena hast du noch nicht bestanden. Zeig mir im Kampf, ob du weißt, wie man mit seinen Pokémon richtig umgeht. Okay. Soll ich vielleicht Riffex nochmal auswechseln, dass er am Ende für ein Dynamax fit ist? Vielleicht hätte ich ihn doch nicht vorziehen sollen. Naja, kriegen wir schon hin. Papella! Oh ja. Und da sind wir wieder. Los geht's. Ein Smogmog? Oh, die Regionalform. Okay. Okay. Verstehe. Dynamax ist ready. Aber das heben wir uns auf. Ja, imagine, sie wäre jetzt gestorben, ne? Im Stehen. Bisschen Whitebeard-Cosplay. Na, wir gucken mal, was ein Gift-Hieb macht. Riffex. Come on. Ja, das war nicht so cool, wie erwartet. Tackle. Okay, mit Tackle komme ich allerdings klar, glaube ich. Frage. Während des Kampfes? Kennst du meinen Spitznamen? Hexe Zauberin. Na, sie nennt sie nicht Hexe, oder? Zauberin? Ich glaube ja. Richtig. Ey. Junge. Initiative steigt stark. Dann gibt es jetzt mal einen Funkensprung hinterher. Let's go. Okay. Ballert ganz gut. Wenn du einen Tackle macht hier, habe ich auf jeden Fall keine Sorge. Ja. Oh, nochmal einen Funkensprung. Come on. Rums. Sehr gut. Läuft. Aber ich nehme Riffex. Ich denke wirklich raus, dass er für Dynamax noch zu gebrauchen ist. Als nächstes Flunkiefer. Ja, doch, komm. Wir wechseln. Wir wechseln auf Leon. Und wir gönnen Riffex noch einen Supertrank. Leon muss einen tanken. Und dann kommen die Präzisionsschüsse. Ich believe dann mal, dass Leon ein bisschen was aushält, auch gegen Flunkiefer. Vielleicht kriegen wir ja sogar eine Frage, die Defense pusht oder so. Hoffe ich. Bedroher wirkt. Unangenehm. Unangenehm, aber... Ich wollte ja nur kurz wen dazwischen hauen. Oh. Jawohl. Das war schon mal gut. Und Knirsch, aber mit diesem Maul, das tut natürlich ein bisschen weh. Aber guck mal, Leon ist da hart im Nehmen hier. Leon macht sich da nicht so aus. Frage, was ist meine Lieblingsfarbe? Ja, pink. Es muss pink sein. Ah nein, danach sucht sie in anderen. Oh, shit. Ah, das war uncool. Ah, fuck, Mann. Sie sucht nach Pink in anderen. Wie böse. Wie böse. Sie hat mich vorhin halt begrüßt, ne? Mit, oh, du hast immer noch kein Pink an dir. Oh, wow. Na gut. Okay, we did it. Togekiss. Oh, Togekiss könnte böse sein. Hallo. Na, Togekiss? Wie sieht's aus? Freust du dich, mich zu sehen? Na, wenigstens einer. Präzisionsschuss. Come on, Leon. Einfach gebaitet, ne? Hat sie genau gewusst. Butz. Oh, aber solider Hit. Luftschnitt könnte böse sein. Oh, ist auch böse. Aber Leon, ein Shot noch und dann bist du fein raus. Einer muss noch sitzen. Schön rein da. Ja, Mann. Sehr, sehr gut. So gekisst hatte ich. Dolle Angst vor, aber easy in den Griff bekommen. Kapaloris Level up. Und sie hat einen Pokusan. Na, wir wechseln. Wir holen Riffex. Und dann gibt's den Dynamax, Bruder. Zack. Here we go. Willkommen zurück. Dann zeig mal her. Dein Finale. Endlich fängt der Morgentee an zu wirken. Meine Müdigkeit ist wie weggeblasen. Ne? Auch schön Koffeinkick, ne? Oh, das sieht weniger spektakulär aus, als ich erwartet habe. Ist einfach eine Erdbeersahnetorte. Na gut, Pokusan. Dann habe ich einen wunderbaren Giftschwall für dich. Los geht's. Deiner Time. Im Luxusball, Leute. Riffex, dein Moment, Bruder. Oh ja. Der Bass muss was? Der Bass muss Dynamax. Yo. Fett.
Marcel, hi. Dann zeig mal dein Sahnetörtchen. Bist du aufs Schlimmste gefasst? Zeit, sich ein bisschen zu amüsieren. Creepy. Jetzt will ich Sahnetörtchen doch nicht mehr sehen. Oh, die Oma hat sie erstmal bei der Arme gebrochen jetzt beim Wurf. Was zum Fick? Es hat wirklich eine Diner-Tortenform mit Schleife. Alles klar, Bruder. Alles klar, aber wie schmeckt die Torte mit Gift? Frage für einen Freund. Oh, schmeckt nicht so gut. Schmeckt gar nicht gut. Holla, das ist mein Nachtisch heute nach dem Stream, ja. Euch fehlt es an Pink. Hier ein Geschenk von uns. Giga-Lichtblick. Oh boy. Ja, es war echt ein süßes Geschenk. Sweet. Bewirf mich mit Tortenstücken und es heilt sich. Oh, und es heilt sich ordentlich. Frage. Nun denn, wie alt bin ich? Was? Oh Gott. Ah, fuck gegen Erziehung. Was wird sie als richtig werden? 16? 88? Ich nehme mal 16, Bro. Das ist eine tolle Antwort. Angriff und Spezialangriff steigen. Ah, wie blöd. Let's go. Riffex. Burn it. Ja. Ja, es war eine Falle. Ey. Was für eine witzige Arena, Mann. Großartig. Sehr, sehr fun. Cool. Und we did it. Yay, Riffex. Good job, Bro. Gleich den Schirm weggeschmissen. Den kriegt jetzt irgendwer ins Auge. Ah. Euch fehlt es zwar an Pink, aber du und deine Pokémon gebt ein gutes Team ab. 6080 gewonnen. Naja. Sauber. Oh, dauert jetzt eine Stunde, bis sie da ist. Das war nicht übel. Aber leider bist du nicht ganz das, wonach ich suche. Sei nicht enttäuscht, Kindchen. Meine Vorstellungen sind da einfach sehr speziell. Es geht übrigens um die Arenaleitersuche, ne? Nur, dass wir da nicht wieder abschweifen. Mein siebter Sinn sagt mir, dass mein Nachfolger woanders auf mich wartet. Ich weiß vielleicht auch schon wo. In dieser Hinsicht warst du zwar nicht erfolgreich, aber den Feenorden hast du dir gewiss verdient. Danke, Oma. Junge, auch diese Armreife, ne? Die wiegen doch locker eine Tonne. Die Oma ist einfach wie Rock Lee in Naruto, wenn er die Gewichte abnimmt dagegen Gaara. Da rennt sie ja aber Runden auf ihren Händen. 50 Shades of Pink. Das steht vermutlich auch auf ihrer Arena-Karte. Du kannst jetzt alle Pokémon bis einschließlich Level 45 fangen. Und hier hast du noch eine TM. Setze sie weise ein. Diebeskuss. Mhm. Können Sie mir zeigen, wie das geht? Der Anwender steht im Ziel mit einem Kuss KP. Die Höhe der Heilung beträgt mehr als die Hälfte des beim Ziel angerichteten Schadens. Zu guter Letzt bringe ich noch etwas mehr Pink in dein Leben und sammle dieser Uniform. Tu mir den Gefallen und probier sie mal an, ja? Feenuniform erhalten. Dankeschön. Es ist kein Geheimnis, dass ich es genieße, junge Leute wie dich in die Mangel zu nehmen. Nur so profitierst du letztendlich von meinem Wissen. Doch wir Alten müssen auch wissen, wann es an der Zeit ist, der nächsten Generation die Bühne zu überlassen. Wow. Starke Ansage. Oh, wie ich sehe, hast du von Papella eine TM geschenkt bekommen. Sehr schön. Das nächste Arena-Stadion, zu dem du gehen solltest, befindet sich in Chirchester. Chirchester? Hier vier... Ja, Alter. Okay, das ist also unsere nächste Stadt. Ich hoffe, ihr wisst jetzt alle, wo es hingeht. Das ist natürlich prüfungsrelevant und wird zeitnah abgefragt. Ja, oder haben wir ja trotz Problemen seitens Twitch heute gut was gerissen. Wir laufen noch zurück ins Pokécenter, obwohl das ein Fehler sein könnte, weil sobald ich diese Arena verlasse... Okay, es ist nicht Hopp. Warte, Kindchen. Wie schnell war sie jetzt da, Mann? Hat sie einen E-Scooter? Ich muss noch ein paar Besorgungen in Claw City machen. Möchtest du mich vielleicht begleiten?
Wenn du zum nächsten Arena-Stadion willst, musst du so oder so zurück nach Klar City. Ja, eigentlich will ich das nicht, weil ich wollte mich hier in der Stadt noch umsehen. Geht leider nicht. Na, schon verstanden. Mir gefällt, dass du dich ganz auf die Arena-Challenge konzentrieren willst. Aber da deine nächste Stadt Kirchester ist, musst du ohnehin durch Klar City. Heißt das, du entführst mich jetzt, oder? Möchte nicht mit der Oma reisen, die mir einen Diebeskuss gibt. Okay. Aber wir treffen sie da dann vermutlich sowieso, ne? Das war jetzt bestimmt nur eine Möglichkeit, gleich mit der Story weiterzumachen. Aber dieser Ort hier ist so schön, den will ich auf jeden Fall in Ruhe erkunden beim nächsten Mal. Bevor wir uns dann wieder zur Omi begeben. Das hat einfach so eine unglaublich schöne Atmosphäre hier. Auch so eine gewisse Ruhe, die das Ganze ausstrahlt. Obwohl die Pokémon manchmal sehr hektisch hin und her springen. Aber auch hier diese Fenster, ne? Dieses mollige Licht, was da rausscheint. Großer Fan auf jeden Fall. Na gut. Wir wollten heilen. Das Lampi auch, ne? Geil. Wir heißen Tick, Trick und Track auf Altbritisch. Wessex, Essex und Sussex. Wow. Ja, here we go again. Mit den fantastischen Witzen, Freunde, an denen ich ja selber schuld bin. Ich kann euch nicht mal irgendwie einen Vorwurf machen heute. Nun gut. Gibt es hier den Hyperbälle mittlerweile? Das gucken wir auch noch. Ja, oh boy, 196. Na, wir nehmen mal 71. Ja, sehr schön. Noch Premierbälle dazu. Hypertränke 66, kaufen wir mal noch 11. Jawohl. Und dann bin ich eigentlich zufrieden. Leute, ja, heute, wie gesagt, ein bisschen weniger Zeit gehabt, weil am Anfang die Twitch-Server nicht so wollten, aber dafür haben wir trotzdem eigentlich alles geschafft, was so zu schaffen ist jedes Mal, ne? Also, wenn es so weitergeht und wir jedes Mal schön Erkundung plus Main Story plus Arena mitnehmen, dann bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden. Mal sehen, wie lange ich das aufrechterhalten kann. Kann sein, dass wir gerade dann vorm Finale nochmal ein bisschen härter reingrinden müssen, aber das war bisher ja auch ganz angenehm und sehr erfolgreich. So mag ich das Grinden auf jeden Fall. Muss ja auch nicht jedes Mal ausarten. Ich danke euch, dass ihr heute wieder mit am Start wart. Vielen Dank auch fürs Aushalten der anfänglichen Panne. Und dann freue ich mich, wenn ihr die nächsten Male wieder mit dabei seid. Mehr Infos immer im Streamplan unterm Stream verlinkt oder im Chat einfach Ausrufezeichen Streamplan. Dann wisst ihr ganz genauestens Bescheid. Und wenn ihr Bock habt, freue ich mich natürlich, wenn ihr auch auf YouTube bei den vielen Playlists oder den Verlinkungen unterm Stream oder der Videobeschreibung oder mal reinschaut. Hab gehört, kann sich hier und da durchaus lohnen. Davon ab bedanke ich mich für euren wunderbaren Support, wünsche euch noch einen fabelhaften Abend und freue mich, wenn wir uns die Tage gesund und munter wiederhören. Morgen eventuell mit kleiner Verspätung, weil Arzttermin, ne? Dass ihr euch nicht erschreckt. Macht es gut, haut rein und bis denn. Tschau.